Oh, hallo zusammen. So, das habe ich jetzt lang nicht mehr gemacht, aber ich denke, wird mal wieder Zeit. Ich hatte genug Zeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich machen möchte. Und ja, habe ein bisschen an meinem Setup hier geändert, habe mir ein neues Spiel rausgesucht, das ich jetzt erstmal in Ruhe ja, auseinandernehmen kann, ein bisschen entspannt spielen kann, aber auch viel über irgendwelche Hintergründe und sowas reden kann. Ich denke, ich lege einfach mal los. Ich gehe hier einfach mal ins Spiel rein. Es geht nämlich um Grim Dawn ab jetzt. Grim Dawn ist ein Action-RPG, ein bisschen wie Diablo. Ist so ein bisschen das Diablo 2, was wir nie hatten, so gefühlt. Das Diablo 3, was wir nie hatten, wohl eher. Also, haben ja die meisten wahrscheinlich früher auch viel mal gespielt und so. Hat ein ganz nettes Klassensystem, ist ganz, meiner Meinung nach, ganz gut balanciert, hat aber vor allen Dingen eine extrem gut geschriebene Lore und eine sehr interessante Welt, die relativ groß ist und sehr weit gefächert. Und deswegen macht mir das eigentlich dann auch relativ viel Spaß. Und dann dachte ich, naja, das ist ja eigentlich genau wieder das Richtige, um wieder einzusteigen, jetzt nach, ich glaube, 4 Jahren mittlerweile. Schauen wir mal, wie weit ich diesmal komme. Das hier ist einfach der Charakterauswahlbildschirm. Ich habe hier, wie man sieht, schon so ein, zwei Charaktere erstellt und gespielt. Ich fange natürlich, wie sich's gehört, komplett neu an. Mache jetzt gar nichts groß Besonderes. Ich werde wie immer die Lore relativ bei dem halten, was wir gerade auch sehen können. Ich habe das Spiel tatsächlich wie gewohnt auch auf Deutsch. Ich habe selbst auch auf Deutsch noch nie gespielt. Ich habe es bisher immer auf Englisch gehalten, natürlich. Sprachausgabe in dem Spiel ist auch weiterhin auf Englisch, wie es bei so vielen ist. Wir gucken dann einfach mal alles in Ruhe an. So, ich erstelle erstmal einen neuen Charakter. Das ist, denke ich, das Beste. Name ist traditionell natürlich Resa. So, Geschlecht macht auch wie immer überhaupt keinen Unterschied. Es gibt hier unten allerdings noch Veteran und Hardcore. Veteran ist einfach nur ein bisschen schwieriger und man kriegt mehr Erfahrung. Ich glaube, 10% mehr Erfahrung oder so. Hardcore ist ganz simpel, wenn man stirbt, ist man tot, Charakter wird gelöscht. Hat auch keine andere Änderung im Gameplay, soweit ich weiß, Hardcore. Ist wirklich nur Permadeath. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, dass wir dann den Run komplett abbrechen müssen, nur weil ich einmal irgendwo Scheiße baue. Deswegen belasse ich es mal dabei. Auf Veteran kann man es aber, denke ich, mal lassen. Das ist schon ganz nett. Dann ist es nicht ganz so easy, dann metzelt man sich nicht überall ganz einfach durch. Aber ja. Kann ich einfach mal auf. Ja, erstellen. Und da ist unser Charakter. Direkt schon so ein bisschen eine Einheitwaffe, ein Schild. Das war's auch schon. So, und ich habe jetzt hier natürlich die Auswahl zwischen Hauptkampagne, Schwierigkeitsgrad kann ich noch ändern und sowas. Ich starte jetzt aber das Spiel. Da kommt das Intro. Da halte ich jetzt erstmal so lange die Klappe, solange das Intro läuft. Und dann gucken wir mal, was da so läuft. Gut, natürlich müssen wir noch durch den Ladebildschirm durch. We paid a heavy price, but the trap worked. You seem surprised. It's been a while since we've had a win. How long will it hold? I've never entrapped a being like this, but the bonds hold, for now. How do we dispose of it? I'm just a witch. You're the soldier. If it bleeds, I can kill it. How do you kill a spirit, though? If you kill the mortal vessel while it's bound, the spirit may perish within. If it escapes, it's listening to us. What are you? Others of your kind name us Ethereal. Why have you invaded our world? Your world. We existed first, we were managed by your corrupt gods. Your kind opened the way. Return to claim what my right should be ours. I've heard enough of this rubbish. Let's hang it. Destroy this vessel, and I will find another. I have tasted its desires and emotions. Your kind is weak. You have already lost this war. Do it.
Captain! Cut him down! What? Are you mad? Better safe than sorry. The spirit has fled! This is a human now. The captain is correct. When they awaken, they won't remember a thing. The ethereal was right. The war is lost. We're a resistance now, and we need every human survivor we can call to our cause. Maybe this one here can still die with some honor. If they ever wake up, send them to me. If they don't, bury him deep with the others. Oh, das war ja schon ganz aufschlussreich. Da ist ja eigentlich alles klar. Ja, natürlich, wie immer, ist es eine Art von diesen Spielen, wo einem nicht einfach eins zu eins aufs Brot geschmiert wird, was alles los ist. Es wird einem in Grim Dawn relativ deutlich erzählt, was insgesamt die Geschichte ist. Es ist alles nicht geheim, man muss es nicht selbst zusammenpuzzeln. Es gibt aber extrem viel Hintergrundinformation, die man wiederum zusammenpuzzeln kann. Und da ist es meiner Meinung nach so die richtige Stärke in der Lore. Es gibt unglaublich viel irgendwelche Mythologien, irgendwelche Charaktere, die irgendwie relevant sind, aber die nur mal so am Rand erwähnt werden, vielleicht in irgendwelchen Fähigkeiten oder Skills oder so, in irgendwelchen Items mal. Und soweit ich das weiß, ist Grim Dawn auch schon sehr so geschrieben, dass die gesamte Lore im Hintergrund existiert und eigentlich Sinn ergibt. Sie wird einem nur nicht komplett gesagt. Also genau so eine Art von Spiel, wie es die Souls-Spiele immer sind und Bloodborne und all der ganze Spaß. Also genau sowas, wo es richtig Spaß macht, wirklich die Zähne mal rein zu versenken. Ja, reden wir erstmal kurz über, was war das jetzt eigentlich hier im Intro? Also wir sehen auch hier, wir stehen hier direkt unter diesem Galgen in einem Ring aus Salz. Das ist auch so ein bisschen, das ist ja ein typischer Aberglauben oder Glauben, je nachdem, ob man es glaubt oder nicht, dass Salz sehr hilft gegen böse Geister und sowas. Und wir haben es ja gerade auch schon im Intro so ein bisschen, ich sag mal, erzählt bekommen. Es geht um sogenannte Ätherische. Da scheint irgendwas los zu sein, die irgendwelche Menschen besetzen, was uns wohl gerade passiert war, der uns jetzt irgendwie ausgetrieben wurde. Ob das normal ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Alles in allem haben wir aber anscheinend überlebt und sind jetzt Teil, oder sind jetzt hier bei dieser Resistance, also bei dieser, ja, Gegenwehr gegen diese Ätherischen, die hier gerade wohl irgendwelches Unwesen treiben, im wahrsten Sinne. So, und hier steht auch schon einer, das ist Henker Jarvis. So, ich muss einmal kurz niesen, dann mache ich besser mal das Mikro aus. Oder auch nicht. Das ist Henker Jarvis, der kam jetzt hier im Intro auch gerade vor, der ist jetzt mäßig relevant. Mit dem können wir jetzt einfach mal reden und gucken, was der uns so erzählt. Man sieht auch schon, das ist so ganz typisches Action-RPG. Ich habe hier unten mein Leben, mein Mana, meine Fähigkeiten, da sind jetzt noch keine drin und so. Das ist ein relativ bekanntes Interface, hier oben rechts meine Minimap. Das war's auch schon. Man sieht hier auch aktive Quests. Das Spiel hat sehr viel Haupt- und Nebenquests, die man angehen kann, wie man es so möchte. Und hier unten in der Mitte schön mein Level, nämlich Level 1. So, was sagt der Jarvis jetzt so? Okay, der redet jetzt auf Englisch. Ich bin mal so frei. Und stell einfach mal die Audio von denen oben. Kann man das hier? Genau. Okay, schon viel besser. Weil die Tatsache, dass das Voice Acting auf Englisch ist, auch wenn es ganz okay ist, mit dem deutschen Text dazu ist natürlich mehr als verwirrend. Und wenn ich dann jedes Mal warten muss, den deutschen Text vorzulesen, was ich natürlich wie immer versuche zu machen, haben wir einfach sehr viel Wartezeit. Also Henker Jarvis sagt, immer noch am Leben, wie ich sehe. Du bist ein verdammter Glückspilz, das muss ich dir lassen. Sprich am besten gleich mit Captain Bourbon. Das war der andere Kerl, der gerade im Intro vorkam. Er scheint etwas mit dir vorzuhaben, jetzt wo dein Leben verschont wurde. Jetzt kann ich nur sagen, also es gibt natürlich auch so ein bisschen Dialogentscheidungen und sowas wie in einem ganz normalen Rollenspiel. Gibt's auch viele Quests, wo das tatsächlich Relevanz hat, was man sagt, wo man den Ausgang von Quests und sowas ändern kann. Bei der Hauptquest geht das nicht. Die hat eigentlich nur einen wirklichen Verlauf, der fest ist, aber neben Quests gibt es echt unglaublich viele mit unglaublich vielen verschiedenen Abzweigungen, die interessante Sachen hervorrufen können.
So, jetzt kann ich jedenfalls fragen, was ist hier passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Wurde im Intro ja auch gesagt, von ja, dem Ätherischen, der uns wohl besessen hat, dass meine Erinnerung damit weg ist, dass er rausgetrieben wurde. Und Jarvis sagt, du warst besessen, also haben wir dich gehängt. Es scheint, als hätte der Geist deinen Körper verlassen, bevor es mit dir zu Ende ging. Ich hätte dich ja hängen lassen, aber der Captain hatte andere Pläne. Er hat noch anderes mit dir vor und ich will nicht dagegen reden. Haben wir ja genau gesehen im Intro. So, wo kann ich diesen Captain finden? Er steht oben an der Straße auf dem Vorplatz und koordiniert vermutlich gerade unsere Verteidigung gegen die Toten. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dich von dem Strick wieder abgeschnitten zu haben. Jetzt kann ich sagen, mache ich mich gleich auf den Weg oder das kann warten, es einfach Quest annehmen oder ablehnen. Ich glaube, das macht hier in dem Fall keinen Unterschied. Ich sage einfach mal ja und schon steht hier eine aktive Quest. So, jetzt kann ich hier auch schön rumrennen in dieser Gegend. Bevor ich jetzt da hingehe, wo der Captain Bourbon ist, kann ich mich mal kurz hier umschauen. Ist hier alles sehr runtergekommen. Hier ist so ein Typ und sitzt hier und so. Hier ist eine Brücke, die kaputt ist. Die wird, sieht man hier schon. Hier ist eine Reparaturstelle. Da kann ich später diese Brücke reparieren. Das braucht allerdings Schrott und Eisenstücke. Habe ich beides natürlich noch nicht. Habe ja gerade erst angefangen. Also ist es einfach nur schon, um schon mal zu zeigen, da passiert noch was. Hier sind so ein paar Trainingspuppen. Wird irgendwas verbrannt. Und hier ist direkt noch eine Brücke, wo das gleiche ist. Auch mit so einem Hügel zum Reparieren später. Steht auch irgendein Typ, den lassen wir erstmal in Ruhe. Ja, hier alles kaputt. Sieht aus wie Mist. Klar, hier ist irgendeine Katastrophe. Das ist natürlich auch so ein bisschen interessant. Grim Dawn ist quasi postapokalyptisch. Es ist sehr Fantasy. Nicht High Fantasy, es ist jetzt nicht so mit Zwergen, Elfen und so ein Quatsch. Ja, Quatsch, nicht so Zwergen, Elfen und sowas. Ist eher so, ja, es gibt schon sowas wie Goblins und so, aber man ist auch schon ein bisschen weiter. Es hat schon fast Steampunk-Richtung. Es gibt Elektrizität ein bisschen. Also, so, ich würde so viktorianisches Zeitalter, würde ich es mal grob einordnen. Also, es gibt auch Schusswaffen, das ist auch eine ganz legitime, reguläre Fernkampfwaffenart, sind Schusswaffen. Es gibt sehr viele Builds mit Pistolen und Gewehren und so. Auch eine sehr schöne Sache. Ja, und hier ist schon so ein Portal, sieht man schon. Man kennt ja eigentlich aus Diablo und so diese ganzen schönen Stadtportale. Wird auch noch Thema, gehört nämlich zur Lore auch sehr dazu, dass es diese Portale gibt. So, hier sehen wir auch, hier steht Burwich Prison, ist also ein Gefängnis, kann ich aber nicht rein. Und hier steht die Torwache, Rook, witzig. Er sagt auch, ich kann dich leider nicht hereinlassen, bis der Captain das erlaubt. Ergibt ja auch Sinn. Wir sollten gerade noch gehängt werden, dann lassen die uns ja jetzt nicht einfach hier rein. Steht zwar Gefängnis, ist aber ja offensichtlich nicht einfach nur ein Gefängnis, sondern wohl, wie jetzt halt sind. So, reden wir jetzt endlich mal mit Bourbon. Für jemanden, der gerade dem Tod von der Schippe gesprungen ist, siehst du gar nicht so schlecht aus. Du wurdest übernommen, besessen von denselben Kreaturen, die die Zombies hier auferstehen lassen. Es geht also um Zombies. Normalerweise hätte ich dich mit den anderen verbrannt, um sicher zu sein, aber wir haben zu viele Menschen an die Toten verloren. Ich brauche jemanden, der entbehrlich ist. Jemanden, der nichts zu verlieren hat und viel zu gewinnen. Im Moment bist du das. Das ist ja ganz schön nett. Okay. Stelle deinen Wert für mich unter Beweis und die Überlebenden in Devil's Crossing heißen dich vielleicht willkommen. Devil's Crossing ist die Stadt, wo wir gerade sind. Steht oben rechts auch immer, wo ist man eigentlich gerade. So, da kann man was nachschauen. Ja. Okay, alles gut soweit. Gute. So, also was sollen wir für den tun? Die Körper der Toten stehen in einer entsetzlichen Art und Weise wieder auf. Leichen sollten nicht auferstehen und herumlaufen. Irgendwas belebt unsere Verstorbenen mit ätherischer Energie wieder. Wir haben die Toten eine Weile beobachtet und es scheint, als ob sie Lower Crossing von Burial Hill aus überschwemmen. Ich möchte, dass du nach Burial Hill gehst und herausfindest, was diese Abscheulichkeiten kontrolliert und es zerstört. Kann ich fragen, wo finde ich Burial Hill überhaupt? Erklärt er mir dann auch. Du wirst dich durch Lower Crossing kämpfen müssen. Wenn du den Strom auf der anderen Seite der Stadt passiert hast, wird dich ein nahegelegener Pfad nach Burial Hill führen. Ich weiß, dass ich viel von dir verlange, aber ich verlange auch von vielen Leuten, dass sie dich mit offenen Armen empfangen. Hilf uns in dieser Stunde der Not und ich werde Devil's Crossing für dich öffnen. Sag ich, klar, werde ich rausfinden, was die Leichen wieder auferstehen lässt. Hier sind natürlich so ein paar Typen, mit denen kann ich so ein bisschen reden. Hier ist einer, heißt Harmond. Der gibt mir später eine Quest, sagt er jetzt auch schon, aber im Moment weiß er noch nicht, ob ich das Zeug für habe, deswegen machen wir es mal nicht. So, hier ist ein Händler, da kann ich auch gleich mein Inventar mal sehen, sollte ich vielleicht als erstes mal so ein bisschen durchgehen. Hab hier natürlich
ist ganz typisches Action-RPG Inventar, Waffen, Rüstungen und so weiter. Hier sehe ich meine Attribute, gibt auch noch so ein paar extra Fenster mit noch mehr Attributen, wo ich halt dann für alle möglichen verschiedenen Arten von Magie und sowas sehe, wie viel Schaden da erhöht wird, wie meine Verteidigung für alles möglich aussieht. Es ist ein sehr ein Spiel, mit dem man sehr, sehr, sehr viel Theorycrafting betreiben kann. Man kann eine sehr große Zahl an Builds zusammenstellen. Sobald es an die Wahl von Klassen geht, das ist nämlich auch ein klassenbasiertes Spiel, kann man da mal ein bisschen mehr drüber reden. Eine Klasse kann ich aber erst wählen, wenn ich das mächtige Level 2 erreicht habe. So, hier in dem Portal ist jetzt noch nichts. Man sieht hier schon, ist eine Karte, kann ich später woanders hin, aber sind überall noch Fragezeichen. Hat also noch keinen Wert. Und hier ist Kasparov. Der steht hier, mit dem kann ich auch reden. Aber der hat auch später mehr zu sagen. Also noch lassen wir den mal in Ruhe. So, und jetzt können wir hier, hat ja der Captain Bourbon auch gesagt, können wir hier mal raus, über den Fluss hinweg. Und da sind auch schon die ersten Zombies. So, und jetzt ist... Sieht schon, ja, ich schlag den jetzt einfach und dann stirbt der. Ist ein ganz normales Action-RPG. Ist jetzt gerade, weil ich auf Veteran-Schwierigkeit spiele, natürlich so ein bisschen... gar nicht mal so trivial. Also, klar, ist einfach, aber man sieht schon, der hätte mich jetzt fast schon getötet, der Typ, Mann. Sieht ja hier unten mein Leben. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen spannender. So, und schon... Mensch, hier war eine Leiche. Finde ich schon die ersten Items. Eine neue Jacke zum Beispiel. Da sieht man hier, klar, ist die Jacke, die ich habe. Und daneben die, die ich gerade anhabe. Und kann ich darauf anziehen. Schon sehe ich ein bisschen anders aus. Und einen Heiltrank habe ich gefunden. Heiltränke sind auch so ein Ding. Da schluckt man im Spiel wahrscheinlich mehrere Tausende im Schnitt. Also man verbraucht die einfach wie noch was. So, und... Ja, so sieht es hier draußen aus. Also, sie haben hier diese ganz kleine, spärliche Verteidigungsanlage. Hier liegen Unmengen an Leichen, sieht man ja auch schon. Die verbrennen hier die Leichen auch schon. Haben so ein paar Verteidiger stehen. Diese Brücke ist so der einzige Weg raus. Und hier draußen ist absolut runtergekommen. Das ist Lower Crossing hier. Oh, da ist auch schon wieder ein Zombie. Ich schlag den nochmal kaputt. Und hier unten sieht man meine Erfahrung. Die geht jetzt am Anfang natürlich auch noch relativ schnell, klar. Ich soll ja möglichst schnell mal Level 2 erreichen, wo es dann wirklich losgeht. So, bei so einer großen Menge muss ich natürlich wie immer auch mal vorsichtiger sein. Aber hier ist auch was Schönes, was man sieht. Hier ist so ein Vieh dazwischen gewesen. Ich weiß nicht, ob es bemerkt wurde. Da, wo jetzt diese Giftgaswolke ist. So ein komisches Insektenvieh hat mit den Zombies gekämpft. Das ist nämlich auch das Schöne. In dem Spiel gibt es Fraktionen, haufenweise. Gegnerfraktionen, Freundesfraktionen, nichts, wo man sich jetzt immer groß entscheiden muss, schließe ich mich den an oder nicht. Die Wahl wird dann meistens einfach abgenommen. Aber die Gegner untereinander sind auch nicht alle automatisch freundlich. Das heißt, es sind sehr viele verschiedene Fraktionen, die auch untereinander Beef haben. Und das kann man auch schön mal sehen, was da so passiert. Da gibt es auch sehr viel Lore drüber. So, hier ist ein Sargmacher. Das ist natürlich ganz schön hier. So, und ich erforsche jetzt hier einfach mal so ein bisschen dieses kleine Dorf. Das ist ja... nichts dabei. Wie immer bei solchen Action-RPGs und eigentlich bei jedem rollenspielartigen Spiel lohnt es sich natürlich erstmal ein bisschen zu erkunden alles und so und nicht einfach nur strikt direkt zum Ziel zu rennen. Wäre auch langweilig. So, ist ein kleiner Friedhof, auch schön. Man sieht, man kann ja auch so ein bisschen ranzoomen und gucken, was hier so los ist. Scheint aber nichts Relevantes los zu sein. Manchmal findet man in der Welt tatsächlich auch total interessante kleine Set-Pieces mit Sachen, die einem, wenn man über die Lore langsam mal Bescheid weiß, auch ein bisschen mehr sagen, was hier so war. Hier sind jetzt diese kleinen Insektoiden-Viecher. Das heißt klein, ist eigentlich relativ groß. Die, wenn sie sterben, so eine eklige Wolke hinterlassen. Hey, und schon habe ich Stufe 2 erreicht. So. Ja, ich habe mal Fässer kaputt. Ein paar Sachen aufgehoben. So, und jetzt mache ich mal was, was in diesem Spiel tatsächlich ganz nett ist, was einem am Anfang gar nicht so sehr gesagt wird, obwohl es für die Geschichte und so super wichtig ist. Ich habe hier eine Fähigkeit unten, die heißt Rift-Reise. Wenn ich einfach T drücke, mache ich ein Portal auf. Das ist ähnlich wie halt bei Diablo, Stadtportale und so weiter. Ich brauche aber keinen Gegenstand dafür, ich kann das einfach inhärent. Wenn ich da reingehe, sieht man hier ist das kleine Portal, was ich gerade erstellt habe. Und hier Devil's Crossing kann ich direkt in die Stadt zurückreisen. Ich bin jetzt nur 3 Meter rausgelaufen, es gibt überhaupt keinen Grund, in die Stadt zurückzukommen. Aber es ist natürlich
ja, interessant, dass das geht, weil das tatsächlich eine Fähigkeit ist, die mein Charakter in der Lore inhärent besitzt. Das ist nicht einfach nur so ein Gameplay-Aspekt, sondern das ist tatsächlich für die Geschichte wichtig. So, ich trinke mal eben einen Schluck. Ich laber schon wieder zu viel. Aber jetzt haben wir Level 2 erreicht und jetzt geht der ganze Spaß erst wirklich los. Ihr habt zu einem, auch wie in eigentlich jedem anderen Action-RPG, so ein paar Grundwerte, die ich erhöhen kann. Es sind hier aber wirklich nur drei Stück, nämlich meine Konstitution, meine Raffinesse und mein Geist. Also eigentlich nur Ausdauer und der ganze Spaß, Geschick und Magiekrams. Ist also relativ simpel gehalten. Will ich eher so einen fetten Tank-Typen spielen? Will ich eher einen Schurken oder Schützen spielen? Oder will ich eher irgendwie einen Magier oder sonst was spielen? Ist simpel gehalten, hat aber eigentlich dann doch gar nicht so viel damit zu tun. Am Ende gibt es eine ganz gute Faustregel, weil Items haben natürlich auch irgendwelche Grundvoraussetzungen. Ganz oft ist da dabei, du brauchst, ich jetzt bei dem Gewehr zum Beispiel, steht in der untersten Zeile Raffinesse erforderlich, 38. Brauche ich also genug Raffinesse, um das Gewehr tragen zu können. Wenn ich die Werte erreicht habe, die ich für das Spiel brauche, ab dann ist eigentlich fast nur noch Leben wichtig. Also ich habe mittlerweile auch voll die Erfahrung gemacht, eigentlich levelt man nur Konstitution und der Rest ist mehr oder weniger wurscht. Ist natürlich ein bisschen enttäuschend, aber keine Sorge, es gibt bei dem Spiel noch mehr als genug Sachen, die man irgendwie leveln und als Bild haben kann, dass man froh ist, wenn man hier mal einen Aspekt hat, der dann einfach nicht mehr weiter relevant ist. Wenn ich nämlich jetzt hier auf das Zauberbuch, was hier unten geht, klicke, geht das hier auf. Und da kann ich meine Klasse wählen. Und dann sieht man schon, hier sind ein paar Klassen zur Auswahl. Hier ist auch noch ein Fenster, das Devotion heißt, das wird später wichtig. Und hier ist ein Fenster, da ist Minus drauf. Weil das ist auch eine Sache, die ist bei dem Spiel, finde ich, extrem schön gemacht. Man hat 9 Klassen zur Auswahl. Man wählt aber auf Level 10 noch eine zweite Klasse. Und dann kann man einfach beide Klassen leveln. Und die sind dann nicht eine, die Haupt- und eine Nebenklasse, sondern man hat einfach beide Klassen aktiv. Und kann dann irgendwelche Kombinationen aus Fähigkeiten von beiden machen. Wir haben jetzt hier also Soldat, das ist mehr oder weniger der Tank und Krieger. Dann haben wir Sprengmeister, das ist so eine Art Pyrotechniker, der viel Bomben wirft, Granaten, Raketen, Minen, all der Spaß. Also sehr, sehr auf Zerstörung aus, ist auch so ein bisschen squishy. Aber Okkultist, der hat, der kann zum einen so ein paar Dämonen und sowas beschwören. Also man sieht tatsächlich, das Spiel ist gar nicht so sehr so, ja, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen, sondern ich meine, wir haben hier einen Dämonenbeschwörer einfach mit dabei. Der kann auch Flüche und sowas aussprechen. Hat ein bisschen was von dem Nekromant, allerdings sieht man schon, hier gibt es auch noch einen echten Nekromant, also nicht ganz so sehr. Hat sehr viel Debuffs und sowas. Die Schattenklinge, das ist der klassische Schurke. Arkanist, das ist der klassische Magier. Schamane ist so Buffs, Totems aufstellen, ein bisschen auch Pets beschwören, so Naturgeister und so Spaß, sehr viel Blitzschaden, sehr viel so großer Zweihänder und schlägt einfach alles kaputt. Inquisitor ist Schusswaffen größtenteils, hat aber auch sehr viel mit Zaubern am Hut. Nekromant ist natürlich Skelette beschwören, Leute verfluchen. Und Eidwanderer ist auch eher so ein Tank-Paladin-artiges Ding. Das ist alles so nur grob. Weil ich klicke jetzt mal auf eine Klasse, das wählt die Klasse dann noch nicht final aus. Aber wenn ich jetzt hier auf Soldat klicke, sieht man, da geht hier der Talentbaum auf. Und der Talentbaum geht hier von links nach rechts. Ich habe hier unten das Grundtalent für Soldat. Wenn ich hier rein investiere, dann geht hier so ein Balken voll und dann kann ich alle Talente auf diesem Level theoretisch auswählen. Die Talente haben meistens bis zu 20 Punkte, die ich reinstecken kann. Und dann, das wird hier halt hier eine ganze Menge. Und man sieht schon, ich muss quasi 50 Punkte überhaupt hier investieren. Ich habe jetzt 3 gekriegt für mein eines Level. Auf späteren Level kriegt man weniger, aber selbst wenn man jetzt denkt, ich habe am Ende 150 Punkte übrig, klar, wenn ich 2 Klassen voll level, habe ich nur noch 50 Punkte übrig, die hier zu verteilen. Ich muss mir also gut überlegen, was für Talente ich eigentlich nehme und dann wiederum auch, mit was von der Klasse kombiniere ich das. Man kann eigentlich alle Klassen kombinieren, da kommt immer was Gutes bei raus. Ich empfehle sehr, beim ersten Spielen einfach mal irgendwas zu nehmen, was für einen gut aussieht, was man denkt, was von der Spielweise her passt und das dann am Ende, ja, eine zweite Klasse dazu nehmen, wenn man irgendwie eine Vorstellung hat von, keine Ahnung, ich habe persönlich als erstes einen Inquisitor gespielt, das ging echt gut, und habe einen Schamanen dazu genommen, um mir ein paar Pets zu beschwören, weil ich Pets total mag. Ein Inquisitor hat keine, der Schamane schon. Dann habe ich so ein Wurzelmonstrum neben mir gehabt, während ich mit meinen Pistolen halt geschossen habe. Das fand ich eine ganz gute Kombi. Gibt Klassen, die funktionieren besser zusammen, gibt Klassen, die funktionieren schlechter zusammen. Klar, ein Schamane macht viel Blitzschaden, ein Inquisitor hat auch viel Blitzschaden, das funktioniert sehr gut zusammen. Ein Arkanist kann sehr viel mit Feuerschaden machen. Ein Zerstörer oder wie er heißt, mit Klasse zurück, wie heißt der? Sprengmeister macht natürlich auch viel mit Feuer, die passen auch gut zusammen. Aber eigentlich ist keine Klasse eingeschränkt in eine Schadensart. Jede Klasse hat mindestens 2, manche bis zu 4 verschiedene Arten Schadens verursachen.
Viele Klassen können auf Fernkampf oder Nahkampf oder Pets gespielt werden. Das ist total offen. Das funktioniert eigentlich fast alles gut. Und das Schöne ist, die Wahl von den Klassen ist zwar final, aber die Talente kann man immer wieder zurücksetzen. Das Spiel dreht einem keinen Strick draus, wenn man sich verskillt hat. Das ist echt billig, einfach das alles zurückzusetzen. Das Spiel funktioniert auch sehr so, dass man immer wieder mal was Neues ausprobiert. Hier steht jetzt bei den Klassenbeschreibungen halt auch natürlich schon unglaublich viel Lore mit drin. Man sieht hier immer so ein kleiner Text, der ein bisschen was erzählt. Manche sind ein bisschen ausführlicher, manche nicht. Hier zum Beispiel beim Okkultisten steht was über die Götter, die der anbietet, dran und sowas. Beim Inquisitor steht direkt was dran, was es mit den Inquisitoren auf sich hat. Das belasse ich erstmal dabei. Ich gehe jetzt gar nicht so tief drauf ein, was die Klassen genau lore-technisch bedeuten sollen. Das ergibt alles mehr Sinn, wenn wir ein klein bisschen mehr über die Welt wissen. Das Schöne ist auch, ich habe mir überlegt, Klasse, die ich hier für diesen Spielverlauf spielen will, ist ein Todesritter. Das heißt, ein Soldat gemischt mit einem Nekromant. Nekromant hat als einzige Klasse eine Besonderheit in der Lore später. Und da das Spiel, wie eigentlich jedes von diesen Action-RPGs, aus mehreren Spielvorläufen besteht, also man spielt es mehrmals am Stück zusammen, hintereinander, so immer im höheren Schwierigkeitsgrad. Ich belasse es erstmal einfach bei einem simplen Soldaten, dann können wir in diese Klassen später auch immer noch reinschauen, bis ich dann den Nekromanten auch gewählt habe. Wird sich schon noch ergeben in 3, 4, 5 Monaten, warum ich das so mache, aber gut. So, ich darf jetzt mal Soldat und investiere hier mal einen Punkt rein. Sieht man schon, der Balken ist jetzt hier voll. Man sieht, wie viel muss ich immer investieren, damit er weiter hochgeht. Und jetzt kann ich hier in diese Talente reinpacken. Und man sieht auch schon, ja, hier 0 von 16, 0 von 16, 0 von 12. Man kann echt viele Talentpunkte investieren. Da ist auch eine Wissenschaft dahinter. Ich belasse es jetzt erstmal simpel. Ich werde mit Kraftwelle leveln. Es gibt hier zwei verschiedene Fähigkeiten. Also viereckig ist immer eine aktive Fähigkeit, die ich benutzen kann. Rund ist immer einfach ein Buff. Und dann gibt es bei vielen Fähigkeiten so Abzweigungen, die die Fähigkeit tatsächlich umwandeln ein bisschen. Werde ich auch später nochmal mehr drüber reden, werden wir nämlich hier auch relativ schnell eine holen. Aber ich hole jetzt mal diese Kraftwelle und pack den zweiten Punkt da auch rein. Das ist auch immer so ein bisschen Faustregel. Man sucht sich eine Fähigkeit aus, mit der man wirklich leveln will, die man halt wirklich für seinen Schaden benutzen will. Und dann packt man da erstmal alles an Punkten rein, was man irgendwie kann. Das war's schon. Jetzt habe ich meine Kraftwelle hier. Jetzt kann ich die hier unten auf meine Fähigkeiten setzen. Und wenn ich jetzt die Kraftwelle drücke, sieht man schon, wow. Hat ein bisschen Cooldown. Ist aber eine sehr gute Fähigkeit dafür. Und den Rest, den mache ich erstmal mit einfach Schlag. So, genug davon. Ich gehe jetzt wieder in die Welt hinaus und versucht tatsächlich die Kraftwelle jetzt auch mal irgendwelchen Gegnern ins Gesicht zu werfen. Der ist schon der erste. Sieht man schon, die macht auch ganz gut Schaden. Damit wird man klarkommen. Ist auch ein AE, also ich treffe damit auch mehrere Gegner. Ja, schauen wir mal weiter. Hier ist eine Müllhalde, da sieht man es auch schon so. Hier ist so ein bisschen dieser Typ Schrott, so Fässer, Metallfässer. Also man sieht schon, wir sind nicht einfach in irgendeinem klassischen Fantasy-Setting. Die stunt auch ein bisschen, also man sieht auch, die Gegner sind oft so ein bisschen, wenn man Glück hat, eine Weile einfach gelähmt. Ich liebe diese ganzen Details, die immer umliegen. Wunderschön. Ja, und ich erforsche mal weiter die Stadt. Was war hier los? Kann auch in jedes Haus mal reingehen. Da es um Zombies geht, kommen die natürlich immer gerne mal aus der Erde gekrochen. Dann findet man ein paar mehr Gegner, wenn man mal hingeht. Aber es ist auch so. Klar, das Spiel wird später ein bisschen schwerer, aber jetzt, wo ich die Fähigkeit habe, ist es halt erstmal, siehst einen Zombie, machst die Kraftwelle, der ist tot. So, hier war ich schon drin, aber hier ist auch noch ein Haus. Ja. So, Großschwert gefunden, ist natürlich auch gut. Zwei Hände sind nämlich tatsächlich auch eine ganz gute Spielweise mit dem Krieger natürlich. Rüste ich jetzt einfach mal aus. Da haben wir so ein richtig hässliches, rostiges, gabeliges Großschwert. Wirklich edel. Ja. Ich habe zwei Hände. Aber ist eh der Plan, dass ich damit rumrenne. Das Schöne ist, die Kraftwelle hängt nämlich auch vom Waffenschaden ab. Ja. Macht einfach 94% von meinem Haupthandschaden. Bei der zweiten Waffe ist es natürlich mehr. Diese schöne Wissenschaft hinter Builds finde ich auch immer toll. Das geht doch schon ganz gut. Ist schon viel besser als vor 10 Minuten noch.
So, hier war ich drin. Ich kann natürlich auch immer auf die Karte schauen. Ich habe hier meine lokale Karte. Ja, da sieht man hier, ist auch so ein Weg mit so einem Stein dazwischen. Das ist auch eine schöne Sache. Die Karten in dem Spiel sind nicht zufallsgeneriert oder so. Das ist wirklich alles per Hand gebaut. Das ist eine komplett inhärent sinnergebende Welt. Also so ist alles durchdacht. Aber um ein bisschen Variabilität reinzubringen, gibt es so einen Effekt, dass Pfade manchmal von so Steinen einfach blockiert sind oder von irgendwelchem Geröll blockiert sind, sodass man nicht immer den gleichen Weg nehmen kann, sondern immer mal gucken muss, wo man diesmal langlaufen kann. Bin ich auch ganz nett. So, wir haben wieder ein Level up. Am Anfang geht das eben echt noch fix. Ich mache meine Konstitution höher. Und dann, ja, wo ich hin wollte, ist hier. Wir haben jetzt die Kraftwelle ja gelernt. Da sind zwei Punkte drin, die ist ganz nett. Kraft wird in den Angriff kanalisierte Luft komprimiert und dadurch eine Energiewelle erzeugt, der Feinde lähmt und ihnen Schaden zufügt. Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Hier ist eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass die Kraftwelle zwar schwächer wird, aber keinen Cooldown mehr hat. Und dann kann ich die einfach die ganze Zeit spammen. Es geht aber nur mit Zweihandwaffen. Und das ergibt auch Sinn. Ich habe eine Zweihandwaffe, will auch weiter welche benutzen. Also versuche ich an diese Fähigkeit erstmal zu kommen. Für das brauche ich ein paar Punkte als Soldat. Nächstes Level kann ich einen Punkt mehr reinbringen, da komme ich hier ran. Wird ganz gut. Und ab dann heißt es nur noch eine Fähigkeit drücken den ganzen Tag. Ist jetzt nicht unbedingt die flashieste Klasse. Es gibt natürlich Klassen, die haben sehr viel coolere Fähigkeiten, die nach viel aussehen. Ist aber echt extrem solide, der Soldat. Ich kann es gerade für den Anfang total empfehlen, einfach um mal durchzukommen. Wenn wir es dann später mit einer anderen Klasse kombinieren, wird der dann, glaube ich, auch noch richtig gut. So, hier ist Francis' Pistole der Schnelligkeit, ein Item und eine Francis' Notiz. Also es scheint wirklich, habe ich hier gerade aus dieser Leiche, die hier lag, rausgeholt. Scheint also wirklich extrem, wirklich Francis zu sein, der hier liegt. Auch schön, man kann die Uhr hören. Und ich habe jetzt meine erste Notiz gefunden. Das ist auch ein sehr schöner Effekt in diesem Spiel. Notizen, die man findet, geben tatsächlich Erfahrung. Ich klicke hier mal drauf, man sieht, ich habe Erfahrung bekommen, 25, und habe eine Notiz. Meine allererste, das ist, wo natürlich ein sehr großer Teil von der Lore herkommt. Ich lese die wie immer einfach mal vor. Francis Notiz. Ich bin hier gefangen. Jetzt wird mir klar, dass ich in diesem Haus sterben werde. Margaret, ich befürchte, dass du bereits tot bist. Und so mag es gar nicht so schlimm sein, wenn ich bald bei dir sein sollte. Falls du wie durch ein Wunder noch am Leben bist und hierher zurückkehrst und diese Notiz findest, dann sollst du wissen, dass ich nicht böse auf dich bin. Ich habe niemals unser gemeinsames Leben bereut. Nur jetzt bereue ich, dass ich meine Beherrschung verloren habe und unfreundliche Dinge gesagt habe, als wir uns letztes Mal trennten. Oh, traurig. Ich hoffe, du hältst mich nicht für einen Feigling für das, was ich gleich tun werde. Sie sind bereits im Haus. Ich habe mich in diesem Zimmer verbarrikadiert, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie durchbrechen. Jetzt kann ich nur noch wählen, wie ich dem Tod ins Auge sehe. Und ich würde lieber als Mann sterben, als einer dieser abscheulichen Dinger zu werden oder lebendig gefressen zu werden. Ich werde dich immer lieben, Francis. Das finde ich sehr schön, dass es quasi die erste Notiz ist, die man findet. Das trifft auch schon sehr den Ton, den dieses Spiel insgesamt hat. Ist extrem deprimierend in vielen Teilen. Wir haben hier Francis' Pistole, er lag tot da, hat gesagt, ja, ich werde selbst wählen, wie ich sterbe. Ich glaube, die Sache ist ganz klar, der hat sich natürlich mit genau dieser Pistole selbst erschossen. Das Schöne ist, es kommt jedem, der einen Pistolenbild bauen will, sehr zugute, weil die ist tatsächlich ganz nett, gerade am Anfang. Die findet man immer bei dieser Leiche, das heißt, am Anfang direkt eine solide Pistole zu finden, ist natürlich schön. Der arme Francis tut einem leid, aber so ist das Leben eben. Wird auch bei weitem nicht der letzte sein, von dem wir eine traurige Nachricht finden. Da ist das Spiel, wie gesagt, voll davon. So, jetzt kleine Boote und alles. Ach. Handschuhe. Ah. Direkt auch automatisch ausgerüstet. Sehr schön. So, und hier ist so ein ganz großes Haus. Da können wir auch mal reingehen. Ah, hier steht auch ein Schild. Harbor Master. Also die Hafenmeisterei. Ja, lecker. Essensration, pelzgefütterte Jacke. Ist jetzt ein Effekt, den habe ich auch noch gar nicht wirklich erklärt. Man hat hier beim Leben so ein... Ich zeig's mal kurz, wenn er uns schlägt. Wenn er uns mal trifft. Also. Hier ist so ein, quasi so ein zweiter gelber Lebensbalken.
Der basiert auf unserer Konstitution. Wenn wir viel Leben verloren haben, dann wird basiert auf unserer Konstitution unser Leben wieder geheilt, aber das geht nicht unendlich oft. Das heißt, mit der Zeit, wenn man viel unterwegs ist, wird es immer weniger, was man automatisch einfach heilt. Und das kann man wieder auffüllen, indem man Essensrationen isst. Findet man haufenweise. Ist mir noch nie passiert, dass ich da in Bedrängnis gekommen bin, aber ja. So, und hier ist so ein Puls, das Logbuch des Hafenmeisters. Nehmen wir auch direkt mal. Ich trinke erstmal einen Schluck, dann muss ich mich gleich wieder aus vorlesen. So, Logbuch des Hafenmeisters. Der Herbstnebel erscheint dieses Jahr früh, aber der Verkehr bleibt ungewöhnlich hoch. Es kommen ständig kleine Schiffe von Malmouth und anderen nordöstlichen Gemeinden hierher. Einige dieser Boote schwimmen kaum noch, weil sie mit allem vollgepackt sind, was die Leute besitzen. Diese Reisenden, manchmal ganze Familien, bringen seltsame Geschichten von Kriegen und dem Übernatürlichen mit. Ein Haufen Quatsch, der die empfindlichen Bewohner aufstachelt. Kann mich aber nicht beschweren, hält das Dock auf Trab. Die meisten sind in Richtung Westen und versuchen so weit wie möglich von hier wegzukommen. Die Jungs an den Docks verlieren langsam die Nerven. Einige haben davon gesprochen, sich selbst nach Westen zu begeben. Aber ich habe ihnen versichert, dass das alles Unsinn ist und vorübergehen wird. Junge Leute werden leicht von der Energie des Augenblicks gefangen. So, ist auch ganz typisch für ein Zombiespiel. Ich meine, das ist jetzt hier bei weitem nicht wirklich, was man als Zombiespiel klassifizieren würde, aber es geht hier ja auch um eine Zombie-Plage, also ist natürlich ein wichtiges Thema. Ja, diese ganze Situation, wie geht die Welt damit um, überhaupt zu erfahren, dass Untote existieren, dass die hier jetzt auftauchen und sowas, ist natürlich für so eine Gemeinschaft immer eine erschreckende Nachricht. So, hier ist diese Blockade, von der ich vorhin erzählt habe. Die sieht man so auf der Karte, jetzt bin ich genau auf der anderen Seite. Schon wieder eine Leiche. Und der hat nämlich ein Schwert. Das hat er auch jedes Mal. Es gibt hier so eine Handvoll Leichen, die haben immer die gleichen Sachen dabei. Auch super praktisch. Das heißt, wenn ich jetzt nicht vorhin das Zweihandschwert gefunden hätte, wäre das mein erstes. Ist auch ein klein bisschen besser als das, was ich habe. Und hat tatsächlich, sieht man hier auch, Blitzschaden statt normalen physischen Schaden. Und eine Fähigkeit, die bei jedem Angriff eine 10%ige Chance hat, dass eine Blitzkugel auf den Gegner geworfen wird. Auch schön. Auch eine Sache, die sehr interessant ist bei Grim Dawn, ist das Crafting System. Es ist tatsächlich so, dass die Endgame-Ausrüstung am Ende gecraftet wird. Und die Komponenten, um Sachen zu craften, sind immer hier Komponenten eben. Oh, ist ein Zombie. Die selbst sind aber auch Items, die ich benutzen kann, um andere Items zu verbessern. Also eigentlich Sockelgegenstände. Man sieht es hier auch, damit kann ich Schilde, Zauber nebenhand, Ringe, Kopf und Brustrüstung verbessern. Es gibt mir einfach plus 8 auf alle drei von diesen Werten. Kann ich einfach draufpacken. Jetzt ist der verbessert. Von denen findet man Tausende mit der Zeit. Also es ist wirklich kein Mangel an Komponenten in diesem Spiel. Naja, manchmal schon, aber das ist eher, wenn es dann ans Endgame-Crafting geht. Aber man findet viele von den Komponenten und man sollte nie damit zögern, die dann auch zu benutzen. So. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Kram. Ich muss ja nicht bei jedem Item genau erklären, warum ich es jetzt ausrüste oder nicht. Und das ist auch eine schöne Sache. Das ist vielleicht nicht ganz so rausgekommen. Hier stand gerade noch ein Regal. Ich habe das zufällig mit der Kraftwelle kaputt gemacht. Und hier ist ein Weg raus. Und jetzt sieht man auch, ich bin jetzt nicht mehr auf der Karte. Ich bin aus der Karte raus. Das Spiel belohnt extrem, wenn ich irgendwas erforsche, weil ich sehr oft Gebiete habe, die eben nicht verzeichnet sind irgendwo, sondern ich kann einfach rauslaufen und dann in kleine geheime Extragebiete laufen, wo es halt irgendwelchen Loot gibt. Oder wie hier, so eine Stelle, eine Sprengstelle. Hier ist jetzt ja keinerlei Loot oder sowas. Okay, hier liegt eine Leiche. Na gut, das ist schon ganz okay. Aber hier ist eine Sprengstelle. Und hier kann ich, wenn ich irgendwann mal Dynamit haben sollte, das habe ich jetzt noch lange nicht, das gibt es erst in Akt 2 dann, kann ich hier Dynamit benutzen und hier diese Steine wegsprengen und dann hier hochgehen, wo hier im Moment Level 24 Gegner rumkriechen. Die haben jetzt natürlich mit mir zum Glück noch nichts zu tun. Da bleibe ich mal fern. Aber es ist schön zu sehen, dass hier sowas einfach ist. Es wird ja auch auf der Karte direkt verzeichnet, diese Sprengstelle. Damit ich nicht vergesse, dass da was ist. Und es ist auch direkt Spoilerwarnung, was dahinter passiert. Ist eine extrem lange, breite Questreihe, die sehr viel Lore über die Welt erzählt. Das heißt, es lohnt sich sehr, die später aufzumachen. So, Essensration, lecker. Und dann gehen wir endlich mal weiter hier. Bringt extrem viel Zeit, jedes kleine Detail zu erforschen, aber darum bin ich ja hier.
So, eine kleine Einhand-Axt. Bringt es leider auch nichts. Das sind ja jetzt Zweihand-Leute. So, hier ist der. Was ist das? Der General Store? Also einfach der Laden. Oh. Und hier ist eine neue Gegnerart. Ein Verderben. Okay, interessant. So eine komische. Ja, wie so ein Betrachter, eine Kugel mit Augen. Nutzt Buggy auch immer schön. Schön eingerichteter kleiner Laden. Es sind extrem viele Sachen, sind mir in dem Spiel aufgefallen, sind Assets, die man gefühlt nur ein einziges Mal sieht. Also es ist wirklich sehr viel Liebe im Detail in diesem Spiel. Ich kann es sehr empfehlen, sich das einfach mal ganz in Ruhe alles anzuschauen. So. So, jetzt kommt gleich der größte Spaß. Hier ist ein Baum mit Leichen und da kommt unser erstes Bossmonster raus. Dadurch, dass ich Fernkampf habe, das nutze ich natürlich, wenn es geht, aus. Ja, aber ist ja eigentlich alles gut. Es gab direkt auch ein Level-Up, sehr schön. So. Leveln wir mal weiter. Eine schöne neue Zweihandwaffe. Die nehmen wir doch mal. So eine fette Axt, die auch aussieht wie Mist. Das ist einfach so ein Knüppel mit so einer Klinge dran. Alles nicht sehr ästhetisch, aber ich mag es tatsächlich sehr, wie das Spiel aussieht. Ja, man hat es vielleicht bei ihm gesehen, bei dem Boss. Der hatte diese komischen grünen Blitze in Energie um sich rum. In dem Intro hat man es ja auch gesehen. Das wird Metalbaum. Dass diese ätherischen halt grüne Energie sind und das ist sehr, worum es hier ja die ganze Zeit geht. Ja, dass die diese grüne Energie halt benutzen für irgendwas. Und darum geht es bei der ganzen Storyline um die ätherischen. Es gibt noch ein paar andere Storylines, die eigentlich genauso groß werden. Geht es da die ganze Zeit, was es mit diesem grünen Blitzzeug auf sich hat. So, wie dem auch sei, ich level mal weiter hier unsere Fähigkeiten, weil jetzt kann ich hier, sieht man auch, ich die nächste. Ja, den nächsten Rang an Fähigkeiten freigeschaltet. Jetzt kann ich hier diese Erschütterung benutzen. Da ist nur ein Punkt drin. Das ändert einfach, wie die Fähigkeit funktioniert. Das sind immer diese Abspaltungen, sind meistens sowas. Der Rest wieder hier rein. Und was jetzt ist, jetzt kann ich die einfach spammen. Das wird jetzt mein Standardangriff. Und jetzt ändere ich das auch. Ich brauche die gar nicht mehr auf der 1. Ich stelle sie jetzt einfach hier auf meinen Standardangriff und setze bewegen auf rechts. Und dann greife ich einfach dauerhaft mit dieser Kraftwelle an. Macht ein bisschen weniger Schaden jetzt, aber dadurch, dass ich sie spamme und wenn ich sie genug level, macht sie so viel Schaden, dass es auch wieder egal ist. Eine sehr solide Spielweise. Oh, hier ist ein kleiner Saloon. Kurz sogar eine Mahlzeit auf dem Tresen essen. Und hier haben wir jetzt mehrere Notizen, jetzt bin ich wieder mit Lesen beschäftigt, nämlich von Inquisitor Creed, das Tagebuch. Das ist auch so ein typisches, das ist so ein Charakter, der wird das Tagebuch uns eine ganze Weile im Spiel begleiten. So, sagen wir einfach mal, erster Eintrag. Ich bin gerade auf dem Weg zum Dorf Burwich, um eine Reihe seltsamer Vorfälle zu untersuchen, die in diesem Gebiet gemeldet wurden. Da es langsam dunkel wird und die Sümpfe dieser Region nachts sehr gefährlich sind, habe ich mir widerwillig eine Unterkunft in einer verkommenen kleinen Taverne in Lower Crossing genommen. Das ist diese hier. Vielleicht bin ich ja von meinem eiligen Reisen erschöpft, aber es fühlt sich so an, als ob ein seltsamer Druck und eine Elektrizität in der Luft liegt. Es ist fast so wie die Stille vor einem donnernden Sommersturm, aber dennoch scheint die Sonne und es ist keine Wolke zu sehen. Alles ist so, wie es sein sollte, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass bald etwas Furchtbares kommen wird. So, der hat anscheinend schon was geahnt. Nächster Eintrag, was passiert jetzt?
Als ich aufbrechen wollte, um meine Reise nach Burwich fortzusetzen, wurde dringend eine Hilfe bei einem Holzfällerlager im Old Grove westlich von Devil's Crossing benötigt, wo drei Holzfäller durch seltsame Tierangriffe apathisch und blass wurden. Als ich ankam, wurde ich vom Vorarbeiter mit sorgenvoller Miene begrüßt, der mir davon berichtete, dass die gebissenen Arbeiter wahnsinnig wurden und vom Gelände flohen. Angeblich sprachen sie da einer unbekannten Sprache. Der Vorarbeiter zeigte mir die Überreste der Tiere. Zwei Graufüchse und ein Hund, die unter irgendeiner Art entsetzlicher Reude litten, lagen in einem schnellen, ausgehobenen Grube hinter dem Nebengebäude. Der Vorarbeiter erzählte mir, dass die Tiere plötzlich starben, als sie von den Arbeitern konfrontiert wurden und dass ein starker, grüner Dunst aus ihren Überresten entstieg. Kurz danach wurden die drei Holzfäller krank und ihr Geisteszustand verschlimmerte sich rapide. Es scheint, dass meine Anwesenheit in dieser Region sehr berechtigt ist. Haben wir jetzt auch schon ganz viel gesehen, dass so Tiere, die ich töte, einfach so eine Wolke hinterlassen. Westlich von Devil's Crossing wäre ja irgendwo hier. Weiß ich jetzt nicht genau, was sie da gefunden haben. Finden wir vielleicht noch heraus, wenn wir jemals, wenn wir nach Westen kommen, noch dran denken, dass dieser Eintrag existiert hat. Das ist schön, im Chat wird ein grüngiftiges Opossum gespammt. Das ist gut so. So, was haben wir hier noch? Noch ein Laden. Malmouth Ferry. Inquire Within. Wurde ja auch schon drüber geredet in dem ersten Eintrag von dem Hafenmeister, dass die ganzen Schiffe, die hier ankommen, so viele Leute drin haben und sowas. Ist ja alles sehr hafenlastig, weil wenn ich auf die Regionskarte mal klicke, sieht man auch, es liegt hier alles an einem relativ großen Meer. Oder See, weiß man nicht genau. So, ja. Ich überquer hier mal den nächsten Fluss. Wieder ganz viele von diesen Viechern. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich aufpassen muss, nicht zu viel in dieses Gift zu rennen. Und hier sitzt ein Typ. Wir werden hier draußen alle sterben, sagt Faldes. Er sitzt hier unten. Sage ich, beruhigt euch, woher kommt ihr? Jetzt erzählt er seine Geschichte. Ich blieb mit einer Gruppe von Überlebenden unten in Devil's Crossing. Du weißt schon, das alte Gefängnis. Aber dann wurden die Vorräte knapp. Ich meldete mich freiwillig in Lower Crossing zu plündern. Dachte, es wäre sicher genug, aber ich lag falsch. Ich wurde von einem Pack gefräßiger Riftgeißeln bis hierher verfolgt. Aber ich kann ihr unerträgliches Dahinjagen nicht mehr hören. Ich muss mich wohl dafür bei dir bedanken, aber es spielt keine Rolle. Die Gegend wird von den Toten überrannt. Wir werden es keine 5 Fuß weit schaffen, ohne umzingelt zu werden. Ich kann sagen, ja, der Rückweg sollte jetzt frei sein. Ich muss sagen, ich habe mich ja selber relativ problemlos durchgekämpft, aber ich meine, ich bin offensichtlich auch nicht mehr normal. Aber ich kann auch sagen, ich glaube, ich könnte ein Riftgate öffnen. Und das ist der interessante Teil hier. Der fragt nämlich auch direkt ein Was. Ist das nicht das, aus dem diese Dinger strömen? Und dann sage ich, naja, irgendwie schon, aber meines wird euch nach Hause bringen. Das ist, was ich vorher gezeigt habe, das Portal, was man jederzeit eröffnen kann. Wie gesagt, ist tatsächlich auch Canon. Der Charakter kann das und das ist was Besonderes. Das kann bei weitem nicht jeder in dieser Welt. So, es fällt mir schwer, das zu glauben, nach dem, was ich in Burwich gesehen habe. Aber du siehst nicht nach einer Übernommenen aus. Ich nehme an, das ist meine einzige Option. Kann ich sagen, ja, wir sehen uns dann in Devil's Crossing und weg ist er. Hab ihn teleportiert, jetzt sollte er in Devil's Crossing rumhängen. Ist tatsächlich, klar, wie bei vielen solchen Spielen, so aus irgendwelchen Gründen, die nicht so ganz erklärt werden, ist der Charakter einfach mächtiger als alle anderen. Ich kann einfach mit sehr viel mehr Gegnern umgehen als jeder andere. Klar, die Klassen implizieren auch so ein bisschen, dass ich einfach was Besonderes bin. Aber die Tatsache, dass ich dieses Riftgate öffnen kann, ist eigentlich, was die ganze Geschichte sehr viel mehr spannender macht, was sehr viel mehr erklärt, warum mein Charakter überhaupt eine besondere Rolle spielt. Weil ich natürlich diese Fähigkeit, diese Riftgates zu öffnen, warum auch immer die im Deutschen auch Riftgates heißen, die benutze ich natürlich in der Geschichte dann relativ viel, um irgendwelche Probleme zu lösen oder zu helfen bei irgendwelchen Sachen. So, wir sind in so einem hässlichen Sumpf. Und was wir auf der Karte auch sehen können, hier wird markiert, ist direkt das nächste Riftgate, also das nächste von den ja, Toren, zu denen ich dann immer hinreisen kann.
So, wie immer muss ich natürlich jeden Weg lang laufen. Ich will keinen Stein unberührt lassen. Ich will vor allen Dingen die ganze Karte immer erkunden und alles sehen, was es zu sehen gibt. Oh, schön. Ah, und hier sind jetzt so komische Hunde. Auch schön. Eine Sache, die ich natürlich auch im Kopf behalten muss, ist, mein Inventar ist natürlich auch begrenzt. Ich habe nur dieses eine Feld hier. Hier später kriege ich dann noch mehr Platz. Ich kann mich jetzt natürlich dran machen, alles zu sortieren, wie blöd. Aber ich kann natürlich auch einfach auf die Karte gehen und nach Davis Crossing reisen. Ich kann jederzeit auf der Karte einfach auf diese Tore klicken und mache dann halt so ein temporäres Riftgate auch. Das Kram einfach mal verkaufen. Den brauche ich ja jetzt echt nicht mehr. Schön ist auch, die Währung in diesem Spiel ist einfach Eisen, also nicht Gold oder so. Das finde ich ein ganz nettes Detail auch. Das sagt auch wieder eine Menge über die Welt aus, habe ich das Gefühl. Aber gut, wir haben bisher auch viele Spiele gespielt, wo die Währung sowas wie Blut war, also schauen wir mal, ob das so besonders ist. So, hier geht die Straße weiter. Zombies mal wieder. Und hier sehen wir unser Riftgate. Das ist jetzt von grün auf violett gewechselt. Jetzt kann ich es auch einfach benutzen. Das ist einfach auf der Karte hier auch verzeichnet. Brauche ich jetzt natürlich gerade nicht. Und jetzt bin ich bei Burial Hill angekommen. Und das ist ja, wo ich hin sollte. Die Straße hier ist versperrt. Ist tatsächlich auch immer so. Und Burial Hill ist ein größerer Friedhof. Hier sind ein paar mehr Gräber zu sehen, wie man sieht. Und hier haben wir jetzt auch Ätherkristalle. Sieht man hier drüben schon, ist auch so eine Art Gegner. Ja, ich bin mal einfach mal ein bisschen vorsichtiger, als ich es not tun würde. So, diese Kristalle sind nämlich auch was Besonderes. Die schießen zum einen Blitze und zum anderen beschwören die Gegner. Aber sobald ich den Kristall zerstöre, fallen die Gegner alle wieder um. Das heißt, ich muss die Dinge einfach nur möglichst schnell zerstören. Und die droppen Ätherkristalle, wenn ich das mache. Ist auch nicht schlecht. So, Ätherkristalle sind auch ein Teil zum das Bauen wichtig für das Crafting und sowas. Einer der wenigen Items, die man nicht irgendwie auch für seine Rüstung und so verwenden kann. Da fällt mir auf. Ich bin jetzt Level 5, das heißt, sehr viele neue Komponenten, die Spielerstufe 5 erfordert haben, kann ich jetzt auch benutzen. Kann man schauen. Man sieht auch, wenn ich jetzt auf zum Beispiel meine Waffe hovere, dann werden mehrere von diesen Komponenten markiert. Das sind all die, die auf eine Waffe gepackt werden können. Das heißt, da habe ich auch sehr viel so... Ja, ich sehe einfach direkt, welche kann ich eigentlich gerade benutzen. Das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn ich viele davon habe. Das haben wir hier als was Blitzschaden erhöht. Durchschlagsschaden und physischen, das nehme ich mal. Physischer Schaden ist sehr gut für mich. Die ganzen verschiedenen Schadensarten, was die bedeuten, ist auch noch so eine Wissenschaft für sich. Da kann man auch später mal drüber reden. Man sieht hier auch schon so ein paar Resistenzen, die es gibt. Ist im Spiel tatsächlich auch sehr wichtig. Ja, und Talentpunkte. Ich packe ab jetzt immer einen Punkt in Soldat und dann erstmal zwei in Kraftwelle. Solange ich nicht Mana-Probleme kriege, weil je höher ich die Fähigkeit level, umso mehr gehen die Energiekosten hoch, also meine Mana-Kosten. Solange ich da keine Probleme kriege, kann ich die Kraftwelle einfach eiskalt immer weiter leveln. So, hier ist jetzt auch ein verdorbener Hund. Auch spannend. An dem sieht man auch, der hat so grüne Stellen, so grüne Kristalle quasi an sich. Oder Pusteln, ich werde sagen, was es ist. Und wenn ich den töte, explodiert er auch mit so einer komischen... Äther-Explosion, Äther-Wolke. Das ist nämlich auch wieder so ein spannendes Ding, was das eigentlich damit auf sich hat, mit diesen ätherischen selber. Aber da werden wir eher drüber reden, wenn es dann auch für uns als Spieler irgendwie mal enthüllt wird, was es genau heißt.
paar Gegner. Es lohnt sich immer im Spiel immer sehr, mindestens eine AOE-Fähigkeit zu haben. Hat auch jede Klasse, glaube ich, mindestens eine. Dass man irgendwie mit großen Mengen an Gegnern da umgehen kann. Es sind jetzt gerade noch relativ kleine Mengen an Gegnern, aber das wird natürlich immer mehr mit der Zeit. Ich lasse mich hier auch immer weiter locken. Mit jedem Gegner, den ich töte, laufe ich ein Stück weiter. Wollte ich eigentlich gerade noch gar nicht. Aber hier sieht man schon, hier ist ein Höhleneingang. Da wollen wir eigentlich rein für die Quest. Wird auf der Karte ja auch schön Stern markiert, typisch. So, aber eigentlich wollte ich erstmal hier hochlaufen. Hier ist auch so eine Gruft, da kann man nicht rein. Aber hier kann man außen rumlaufen und findet tatsächlich auch eine kleine Truhe. Ist jetzt nicht sonst wie krass, aber schön, dass in dieser Welt einfach so viele so kleine Geheimnisse versteckt sind. Die man teilweise eben dann auch erst findet, wenn man die Kamera mal dreht. Was man ja sonst eigentlich nicht so viel macht in solchen Spielen. So, selbst Ringe können verbessert werden. Ist auch nicht schlecht. Ich verbessere mal keine Gegenstände, die noch grau sind. Das irgendwie kommt mir verschwenderisch vor. Wo man hier so viel davon findet. So, jetzt sind wir in der Burial Cave. Haufenweise Zombies. Klar, unser Ziel ist ja, hier steht auch gerade, die Quelle der Toten ist nahe. Unser Ziel ist herauszufinden, wer belebt eigentlich die ganzen Zombies hier die ganze Zeit wieder. Klar, man sollte jetzt meinen, klassisch irgendein Nekromant. Gibt es in der Welt ja offensichtlich auch. So, ist aber hier ein Kühlzock der Wiedererwecker. Ein sogenannter Reanimator. So ein riesiger Frankenstein-Monsterartiger Typ mit Kristallen an sich, der hier so ein Ätherzeug auf die Erde schmeißt, was so ein bisschen ja, Schaden macht. Nicht so weit weg. Ah. Der hat, wie man sieht, ich meine, ich spiele zur Erinnerung auf Veteran, das heißt, der hat ein bisschen mehr Leben, als man normalerweise ihm abziehen müsste. Wenn man auf Normal spielt, dann geht das eine ganze Weile schneller, den zu töten. Aber das denke ich ganz solide im Moment noch. Ist nicht unmöglich. Aber es manchmal sind Kämpfe sehr so ein Ding von, ja, man steht halt da und haut drauf. Also zur Erinnerung, ich habe, nicht zur Erinnerung, zur Orientierung, ich habe mit einem Charakter einen der größten Raid-Boss in dem Spiel solo gemacht und das hat irgendwie, ich glaube, 20, 25 Minuten Kampf gedauert, ich einfach nur meine Maus auf ihn drauf gehalten habe und Tränke getrunken habe, aber naja, so ist es manchmal. So, wieder hoffenweise Kram gefunden. Oh. Hier ist meine Rüstung, die kann ich jetzt noch nicht benutzen, weil ich nicht genug Geist habe. Ist dann aber offensichtlich auch nicht wirklich was für mich. Was soll ich mit einer Rüstung, die Geist braucht? Ich bin ja kein Magier. So, ich sortiere mal ein klein bisschen um. Aber wie immer, Fähigkeiten muss man natürlich auch. So, da geht's. Ist eine dann doch relativ kleine Höhle. Ist jetzt hier nicht irgendwie so ein riesiger Dungeon oder sowas. Klar, es gibt auch Dungeons in dem Spiel, aber größte Teil ist tatsächlich die Oberwelt, in der man sich bewegt, habe ich das Gefühl. Naja, ist vielleicht so 50-50. Also ist jetzt nicht so sehr dungeonlastig. Hier geht es schon wieder raus. Ist ein anderer Ausgang als der, wo ich reingekommen bin. Aber hier gibt es noch ein bisschen was weiter zu erforschen. Genau, hier unten geht es nämlich auch noch lang. Das sind nämlich diese Ätherkristalle, die am Eingang auf mich geschossen haben. So, mehr Zombies irgendwo. So. Mal kurz schauen, was das für ein Helm. Ah, sieht gut aus. So, und jetzt haben wir hier einen zerstörten Schrein. Und den kann ich öffnen. Und wenn ich jetzt einen Ätherkristall anbiete, ich habe 7 Ätherkristalle im Moment, also kein Problem, kann ich den hier opfern. Und dann wird mein der Schrein gereinigt. Steht hier auch Devotionspunkte erhalten. Es gibt ein bisschen
Loot. Wenn ich jetzt auf die Karte schaue, auf die Weltkarte, dann sehe ich das hier auch. Hier ist ein Schrein angezeigt und da ist ein Haken dran. Ich habe ihn gereinigt. Das heißt, wenn ich mal einen Schrein finde und ich habe nicht was Nötiges, um ihn zu reinigen, habe ich ihn trotzdem auf der Karte markiert und finde ihn dann wieder. So, was heißt denn das ja da jetzt hier genau? Ich habe einen Devotionspunkt erhalten und jetzt kann ich hier in dieses Devotionstab mal reingehen. Und da zieht es einmal ein bisschen die Schuhe aus, nämlich noch ein Talentsystem in dem Spiel. Das ist komplett gleich für alle Klassen, also jeder Charakter hat das gleiche Talentsystem. Und hier kann ich quasi Punkte vergeben. Ich sehe hier unten Schrein aktiviert 1 von 55. Ich kriege am Ende quasi 55 Punkte, die ich hier verteilen kann. Jeder von diesen Sternen ist quasi immer ein Punkt. Und man sieht, hier sind so kleine Sternbilder, die dann quasi mehrere Punkte haben, die ich erfüllen muss, um die Sternbilder voll zu machen. Und es gibt ein paar von diesen Sternbildern. Also, das sind wirklich viele. Da muss man sich gut überlegen, was man eigentlich will. Aber auch da ist nichts final. Das heißt, man verliert nichts, wenn man sich irgendwie mal verskillt. Das ist quasi umsonst, das zurückzusetzen. Es kostet fast nichts, die Punkte zurückzunehmen. Und man findet später im Spiel auch einfach Tränke, die kann man trinken. Dann werden die alle zurückgesetzt, die Punkte, wenn man von vorne anfangen will. Die erhält man natürlich wieder zurück, die Punkte. Also ist alles immer kein Problem. So, jetzt ist aber so, hier ist ein Sternbild in der Mitte hell, der Rest ist komplett dunkel. Und das Sternbild hier nennt sich Kreuzung, Crossroads. Ganz witzig, die erste Stadt heißt ja quasi auch Devil's Crossing. Und hier kann ich 5 verschiedene Sterne anklicken. Und der Spaß dabei ist, die basieren nicht aufeinander. Also ich kann einfach einen aussuchen. Und man sieht, wenn ich da drauf gehe hier, der zum Beispiel gibt 18 Verteidigungsqualität. Und Bonus für Vollständigen von Sternbild ist ein Blau. Was auch immer blau ist. Und hier ist ein Rot und hier ist ein Grün und hier ist ein Lila und hier ist ein Gelb. Und wir sehen hier auf der linken Seite, das sind so Affinitäten. Und diese verschiedenen Farben stehen quasi für die 5 Affinitäten, die es gibt, die genauso hier eben diese 5 Sternzacken sind. Und das ist ein bisschen auf den ersten Blick kompliziertes System. Wenn ich Sternbilder vervollständige, kriege ich Affinitäten. Und ich brauche für die Sternbilder auch Affinitäten, um sie überhaupt vervollständigen zu können. Weil ich kann jetzt hier, steht Affinitätsanforderung ein Blau, also ein ursprünglich. Was auch immer. Das heißt, ich müsste quasi hier erstmal einen blauen Punkt verdienen. Dann könnte ich hier rein investieren. Und wenn ich es voll habe, kriege ich, steht unten Bonus für vervollständigen, 3 grün, 3 blau. Das heißt, je nachdem, welche Sternbilder ich vervollständige, kann ich dann quasi weitere freischalten. Am Anfang sind ganz viele, die brauchen da wirklich nur eine Farbe, ein Stein für eine Farbe. Aber je weiter raus man kommt, gibt es halt Sternbilder, die brauchen dann halt plötzlich 5 Violett und 5 Grün. Und da muss ich mir halt vorher schon überlegen, was will ich denn hier eigentlich freischalten, um an was ranzukommen. Und wenn man ganz nach außen geht, sind so Sachen, die haben halt dann 7 Rot und 20 Grün oder 8 Rot, 18 Grün oder 13 Lila, 13 Grün und so weiter. Also die Anforderungen gehen echt hoch. Das heißt, je weiter man nach außen will, da werden die natürlich immer besser und mächtiger, die Sternbilder. Muss man sich ein bisschen den Pfad überlegen. Klar, am Anfang ist es keine Chance zu ahnen, in welche Richtung man eigentlich will. Wie gesagt, wenn man sich verskillt, kann man ganz einfach wieder zurücknehmen. Die meisten Sternbilder haben so ein bisschen eine Erklärung dabei, immer so ein bisschen Lore. Also zum Beispiel jetzt hier Schildkröte. Die Schildkröte steht für Kraft und unnachgiebige Hingabe. Und wenn ich auf die einzelnen Sterne gehe, die geben immer so ein bisschen einen Bonus. Leben, Verteidigung, Verteidigung, Konstitution für Schilde, Leben, Verteidigung. Und eine Fähigkeit, die Schadensabsorption gibt. Also diese roten Sterne sind immer Fähigkeiten extra, die man auch noch kriegt. Nicht jedes Sternbild gibt eine Fähigkeit. Es wird kompliziert, wie man sieht. Das meiste ist aber dann doch relativ intuitiv. Klar, wenn ich sage, ich will auf Gift und Pestilenz Schaden, so ein Zeug, Ratte ergibt doch direkt schon mal Sinn. So, also, ja, ich spiele einen Hexer auf Höllenfeuer oder einen Okkultisten. Ja, hier Imp ist doch erstmal eine ganz gute Idee. Das kann ja nur was Passendes sein eigentlich. Und so geht es mit vielen Sachen und viele Sachen liest man sich einfach kurz durch und merkt dann, ja schon, klar, verstehe ich oder verstehe ich nicht. Man kann ja auch Sachen eingeben, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte viel Blitzschaden machen. Heißt das Blitz im Deutschen? Nein? Ah doch. Dann sehe ich hier rot markiert, hey, da kriege ich Blitzschaden. Und wenn ich jetzt rumsuche, sehe ich alle Sterne, die irgendwie das Wort Blitz drin haben. Ob es Blitzschaden ist, ich glaube auch Blitzresistenz müsste genauso angezeigt werden und so, falls es hier irgendwo gibt. Dann sehe ich schon, ah ja, die Sternbilder sind für mich natürlich interessant. Ist jetzt nicht, was ich machen will, aber als Beispiel. Ja, ich fange einfach mal an. Ich will prinzipiell auf Zweihänder spielen, da ist die Krake gut. Steht jetzt hier nicht in der Beschreibung direkt drin, aber wenn man so guckt, auf die Fähigkeiten guckt, dann steht da extra drin, ja, vor oder zwei Hand-Nahkampf- oder zwei Hand-Fernkampfwaffen. Und ich brauche 5 Grün, 5 Blau.
Zuerst aber mal will ich irgendeine Fähigkeit freischalten. Es gibt viele Fähigkeiten hier, die verschiedene Sachen machen. Es gibt Fähigkeiten, die einen heilen zum Beispiel. Das ist natürlich super sinnvoll, eine Fähigkeit zu haben, die einen irgendwie heilt. Also selbst wenn ich nur Klassen spiele und mit den Klassen nur Fähigkeiten freischalte, die keinerlei Selbstheilung irgendwie haben, kann ich mir das mit den Sternbildern hier zum Beispiel dann aber machen. Zwillingsfangzähne hier von der Fledermaus, der Vampirfledermaus, ist ganz nett. Aber dafür brauche ich ein Grün. Das heißt, ich kann hier bei Kreuzung einfach das machen, was ein Grün gibt. So, Kreuzung. Kreuzung markiert den Richtungswechsel, die Eröffnung unendlicher Möglichkeiten. Das heißt, ich mache jetzt hier rein und schon sind die alle hell geworden. In die kann ich jetzt auch Punkte rein investieren. Und so geht es dann quasi immer weiter, wenn ich wieder Sachen level. Das Interessante ist hier auch, diese verschiedenen Farben nennen sich ja Affinitäten und die stehen für verschiedene Sachen. Das sind hier Sternbilder und am Anfang sind das einfach so Tiere und sowas, Gegenstände, Tsunami, Seemannslicht, also ist eigentlich ein Kompass oder ein Sextant oder sowas. Ja, eine Viper, ein Imp, ein Elend, Ledermaus, lauter so relativ simple Sachen, ein Amboss und sowas. Und dann geht man weiter raus und dann kommt hier plötzlich Ulsat, Korvax, Herold oder Azraka, der ewige Sand. Plötzlich haben die Leute Eigennamen hier. Udo, der Hüter des Wassers und sowas. Und da sieht man schon, wenn man weiter nach außen kommt, kommt plötzlich die Lore dann zum Tragen. Das Innen sind nur so wie echte Sternbilder. Ja, steht für dies, steht für jenes. Zum Beispiel ganz nett hier ist irgendwie Sense der Erntearbeit, die quasi dafür steht, wenn man die am Himmel sieht, dann geht die, dann wird eine gute Ernte oder so ein Quatsch. So, schon so ein bisschen Lore dahinter, aber dann siehst du halt plötzlich, hier ist was über Ultus, den Hirte der Stürme. So ein Gott, über den hier halt dann Lore ist. Und diese fünf Affinitäten sind ein bisschen in verschiedene Richtungen. Man sieht hier auch im Hintergrund, hier ist eher grün. Und das sieht man auch, wenn ich hier auf grün gehe, werden alle grün markiert, die mir grünen Bonus geben würden. Und hier ist der Hintergrund eher violett. Und so, und hier eher, ja, gelb-orange. Und blau und rot. Und, der steht sogar ganz außerhalb. Und diese Affinitäten geben so ein bisschen die Glaubensrichtungen, würde ich mal, oder die Art von, wie sind diese Götter, die hier am Rand sind, eigentlich so drauf, spiegelt das so ein bisschen wieder. Und da haben wir direkt schon fünf verschiedene, weil es gibt, man kann jetzt nicht sagen, es gibt fünf Richtungen, die man sich entwickeln kann quasi in dem Spiel, aber es ist sehr so, man bemerkt schon eine gewisse Tendenz hier. Violett ist zum Beispiel Aszendent. Aszendenzwesen haben durch ihren immensen Heldentaten oder durch die Verehrung ihrer Anhänger göttlichen Status erlangt. Und wenn ich zu Aszendenz rübergehe, dann sehe ich hier halt größtenteils so Humanoide und so ein Kram, so hier irgendwelche Soldatentypen und Schmiede und sowas. Und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen wieder. Wenn ich jetzt bei Chaos gucke, Wesen des Chaos, lechzen vor allem nach Entropie und Zerstörung. Jetzt gucke ich mal hier oben, da sieht man schon, so sind so irgendwelche Wilden. Hier ist so ein Wendigo zum Beispiel oder der Tod oder sowas. Und natürlich dann auch ganz klassisch so die Lovecraft-artigen Tentakelmonster und so. Lovecraft-artig wird es hier wie immer natürlich auch. Geht ja nicht, dass ich Spiel spiele, wo es nicht so ist. Und dann hier grün haben wir übernatürliche Wesen symbolisieren die wilden Kräfte der Magie und der metaphysischen Bereiche jenseits des Schleiers. Also sehr so die ganzen, ja, metaphysischen Sachen, wo halt hier sowas wie ein Phönix ist, der Sturmgott, Abscheulichkeit, was auch immer das heißen soll, die blinde Weise, so bisschen Naturgewalten, ein bisschen, aber auch ein bisschen sehr so esoterische Sachen hier. Herren der Gerüchte, der Magier. Es ist immer nur so, ich würde eher sagen, es ist ein Vibe, den man kriegt von diesen verschiedenen Richtungen. Dann haben wir Ordnung, das ist hier oben. Das ist Wesen der Ordnung, schätzen die Harmonie und das Gleichgewicht in jeder Hinsicht. Witzig, das ist das Erste, was mir auffällt, ist hier direkt eine Waage. Hier sind aber auch so Assassinen und so ein Zeug, aber auch sehr viel Pflanzenhirsch, Obelisk, Verteidiger, Empyreons Licht. Empyreon ist quasi der Gott des Lichtes in diesem Universum. Es wird auch in sehr vielen Klassenfähigkeiten und sowas erwähnt. Und dann haben wir hier ursprünglich, Urwesen verkörpern die Kraft der Schöpfung, des Lebens, des Todes und der Realität selbst. Dann haben wir so Wintergeist und dann gibt es eben hier so Baum des Lebens, die übernatürliche Sonne. So, also die Sonne ist natürlich auch sehr so ein Ding von, ja, Schöpfung, Leben und Tod und sowas. Und das Schöne dabei finde ich, diese fünf Affinitäten sind eher so Richtung so, warum sind die Götter, was verkörpern die, hat aber keine echte
moralische Aussage oder so. Du kannst jetzt nicht sagen, hier die Chaoswesen sind böse und hier die ursprünglich Wesen oder was auch immer sind, oder die Ordnungwesen sind gut. Das ist leider, oder war leider zum Glück nicht so einfach einzuteilen. Da gibt es schon sehr viel Grauzone dahinter, was die so treiben und machen. Unglaublich viel Lore weiß man über die ganzen Götter nicht. Über viele kommt Informationen im Spiel noch rum und wir werden uns damit beschäftigen, wenn wir mal irgendwie Lore finden, wo einer von denen erwähnt wird. Man sieht ja auch immer, ist in Grau immer so ein kleiner Lore-Note, so ein bisschen eine Erklärung, wer ist das so, ein bisschen Geschichte dazu. Kann man sich da natürlich auch eine Menge angucken. Ich werde bestimmt auch jedes Mal, wenn ich ein Sternbild freischalte, dann nochmal genauer durchlesen, worum es dabei geht. So, aber das war jetzt das. Ist ein kompliziertes Skillsystem. Also das heißt, die 15 Minuten, die ich jetzt einfach am Stück drüber geredet habe, sind noch gar nichts, um zu erklären, worum es hier geht und was da alles möglich ist. Aber das, ja, ein andermal. Jetzt machen wir erstmal zu hier. Ist an unserem Schrein. Und das ist das Schöne, die Schreine sind überall in der Welt verteilt. Und die freizuschalten ist natürlich dann auch so ein bisschen, was man beim Leveln gerne machen muss, um halt mehr Fähigkeitspunkte zu kriegen für diese Sternbilder, weil am Ende will man die auch voll haben. Bei einem Spielverlauf, sage ich auch direkt, kriegt man nicht alle voll. Man kann in einem Normalspielverlauf keine 55 Schreine finden, aber man findet mehr als genug. So, jetzt wieder draußen in Burial Hill. Sieht man auch schon hier, diese Augen sind mal Eingänge für Höhlen. Ich bin jetzt hier quasi von hier nach hier gereist in der Höhle. Jetzt kann ich aber mal ein bisschen rumgucken, was hier so. Hier sind Hunde. Ui, so, unglaublich viele irgendwelche Viecher hier. Und schon sind wir hier wieder bei unserem Portal. Ich kann jetzt natürlich einfach weitergehen. Hier geht der Weg auch noch weiter und so. Aber ich habe unsere Quest abgeschlossen und ich persönlich tendiere immer sehr dazu, immer einfach weiterzurennen und die Quest nicht abzugeben, weil im Spiel kann man auch einfach erstmal durchrennen, alles tot machen und am Ende gehst du zurück und sagst, ja, ich habe die Quest erledigt. Sagt er, ja klar, jetzt bitte hier die nächste töte XY und dann sagst du, habe ich schon getötet. Dann sagt er, ja, okay, alles gut, dann töte bitte noch den und dann sagst du, habe ich auch schon getötet. Also das Spiel weiß immer sehr, wenn man die Sachen schon erledigt hat, die in der Quest gefordert sind, weil die Gegner respawnen erst, wenn man einmal neu lädt und es wäre irgendwie blöd, wenn das Spiel dann von einem will, dass man einmal das Spiel neu startet. Das ist ja Unsinn, Gegner ist ja tot. Das heißt, wenn man einfach mal zu weit rennt, keine Sorge, ist auch nicht schlimm. Ab einer gewissen Grenze gibt es immer so einen Roadblock, so da geht es irgendwann halt einfach mal nicht weiter. Da muss man wirklich die Quest auch mal nachholen, weil sich tatsächlich die Geschichte hier auch ein bisschen weiterentwickeln soll. So, jetzt sind wir wieder in Devil's Crossing. Jetzt kann ich mit dem Bourbon reden. Die Angriffe der Toten haben nachgelassen und ihre Anzahl schwindet. Ich nehme das als Zeichen dafür, dass du dich um deren Quelle gekümmert hast und ich sage, ich habe den Wiedererwecker getötet. Eine Kreatur hat das getan? Beunruhigend. Dank deiner Bemühungen sollten wir hier noch ein bisschen länger durchhalten. Ich habe mit der Torwache gesprochen. Sprich mit ihr und sie wird dich hereinlassen. Nimm dir die wohlverdiente Zeit, um dich auszuruhen und zu erholen. Willkommen in Devil's Crossing. Vielen Dank. So, Quest abgeschlossen, Erfahrung eingesagt. Sehr schön. So, weiter geht's. Ich brauche etwas Zeit, um unsere Strategie zu planen. In der Zwischenzeit kannst du den anderen in Devil's Crossing helfen. Nimm dir einen Moment Zeit und misch dich unter die anderen Überlebenden. Kasparov, unser ansässiger Wissenschaftler, kann es kaum erwarten, mit dir zu sprechen. Er redet ein wenig wirres Zeug, aber ich glaube, er will mit dir über deine Verbindung zu den Ätherischen sprechen. Barnabas, unser Handwerker, sagte, er braucht deine Hilfe mit der Wasserpumpe. Wenn du ihm geholfen hast, sprich mit mir in meinem Büro im Gefängnis. So. Sag ich, klar, kann ich machen. Ich kann jetzt fragen, wo kann ich die finden? Das interessiert mich jetzt natürlich nicht. Ich finde die natürlich relativ schnell hier. Ich kann aber auch noch ein paar Fragen stellen. So, der Henker hat mich Übernommene genannt. Was meint er damit? So nennen wir diejenigen, die von Ätherischen besessen sind. Übernommene sind schwer von normalen Menschen zu unterscheiden. Aber du, oder was auch immer dich besessen hat, bist durch das Riftgate gestolpert und wurdest von Kasparovs Wachen gefangen genommen, als du am Galgen baumeltest. Als du am Galgen baumeltest, haben wir gesehen, wie der Geist deinen Körper verlassen hat, um ihn sterben zu lassen. Das war der Moment, in dem ich Jarvis angewiesen habe, dich loszuschneiden. Ich will ehrlich zu dir sein. Es wird für die Leute hier nicht einfach werden, sich an dich zu gewöhnen. Das gibt sich mit der Zeit. So, gibt's noch andere. Wie ist die Lage hier und was sind die Ätherischen? Auch sehr gute Fragen. So, ich frage mal erstmal nach der Lage. Mit der Tötung des Wiedererweckers hast du uns einen kleinen Sieg verschafft, aber unser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Okay, das ist nicht so aufschlussreich. Und was sind die Ätherischen?
Das ist eine schwierige Frage. Keiner weiß das so genau. Ich weiß viel von dem, was der Widerstand kurz nach dem Grim Dawn verbreitet hat. Grim Dawn ist also tatsächlich auch was, was in diesem Spiel lore-technisch nicht existiert. Man sagt, die Ätherischen seien nicht von dieser Welt. Die Arkanisten haben sie nach dem Äther benannt, den sie so sehr für ihre Zauberei schätzen. Ätherische nehmen Besitz von lebenden Kreaturen, verderben ihr Fleisch und verwandeln sie in Abscheulichkeiten. So, du kannst von Glück reden, dass du nicht lang genug übernommen gewesen bist, um diese Erfahrung zu machen. So viel ist sicher. Merkt man schon? Okay, die Ätherischen übernehmen Kreaturen. Wir haben jetzt viele Zombies gesehen, aber die Ätherischen übernehmen vielleicht auch Lebendige, wer weiß. Müssen wir noch rausfinden. Aber wir haben eben, er hat explizit gesagt, Kreaturen. Ich erinnere daran, wir haben auch diese Hunde getroffen, die diese ätherische Energie an sich hatten. Das heißt, die Ätherischen können offensichtlich auch andere Lebewesen als nur Menschen übernehmen, was natürlich sehr spannend ist. So, ich werde mit Barnabas und Kasparov reden, ist meine Quest. Jetzt ist hier aber auch schon ein bisschen mehr los. Ich gehe erstmal wieder meinen ganzen Krempel verkaufen, den ich nicht brauche. Oh, ich habe eine Salbe gefunden. Das ist quasi einfach ein Buff für eine Weile. So, jetzt hat der Harmond endlich auch eine Quest für mich. Ich habe gehört, du hast in Lower Crossing aufgeräumt. Wenn du diese Bastarde weiterhin bekämpfen willst, brauchst du eine bessere Ausrüstung als diese da. Hier ist etwas, was du in dieser Welt vermutlich nie wieder sehen wirst, Fremde. Gratis. Nimm dir ein paar Eisenmünzen. Ich brauche sie nicht mehr. Warum helft die mir? Weißt du, sie haben meine Annabelle getötet, als das Dorf das erste Mal überrannt wurde. Es gibt nichts, was sie zurückbringen, und wer es versucht, bekommt eine Kugel in den Schädel. Ich habe nichts mehr außer Rache, also zahle ich denjenigen gutes Eisen, die bereit sind, diese Abscheulichkeiten umzubringen. Nimm dir zum Beispiel Pharos, Gilios und Nigan. Waren gute Männer, Verteidiger des Kaiserreichs. Jetzt sind sie nichts weiter als wandelnde Dämonen, die im Sumpfland von Whitemire lauern. Schlachte sie ab, leg sie um und ich gebe dir etwas mehr Eisen aus meinem Vorrat. Klar, das nehme ich doch mal an. Ganz normale Quest. Der hat mir jetzt 250 Eisen gegeben. Wir haben im Moment 2000 Eisen. Ganz gut. So, die beiden hier, Corey der Hüter und Lancel der Ritter, sind, soweit ich weiß, für irgendwelche Pre-Order-Bonus-Dinger. Die reden irgendwas von Illusionen und sonst sind die für nichts gut. Ich habe keine Pre-Order-Bonuses. Ich habe das Spiel nicht im Early Access und so geholt. Also, keine Ahnung. Wir haben mit mir nichts zu tun. Ich kann jetzt hier mit dem Rook reden. Und die Tür geht auf. Oh, ich habe Stufe 7 erreicht. Und jetzt darf ich hier rein. Man sieht hier ist auch am Eingang, finde ich auch ein sehr schönes Detail, ist auch Salz ausgelegt. Zwei Spuren an Salz sogar. Ob es hilft, weiß ich nicht, aber man findet so Salzringe und sowas sehr oft im Spiel. Jetzt kann ich hier in Devil's Crossing endlich richtig rumlaufen. Es ist ein altes Gefängnis, wie gesagt. Man sieht hier auch überall diese Gitterstäbe. Hier ist das Büro von dem Bourbon. Und hier ist haufenweise irgendwelche Zellen, wo halt dann Leute drin leben. Früher oder später. Ich habe ja auch den einen Typen, der steht hier unten. Dem habe ich ja geholfen, den habe ich ja hierher teleportiert, den Faldes. Der ist jetzt hier wieder da, der war vorher nicht da. Oder wenn ich den nicht mit dem geredet hätte, wäre er halt jetzt auch nicht da. Ich werde verrückt. Das ist wirklich für mich getan. Das Rift hat mich nach Devil's Crossing zurückgebracht, so wie du es versprochen hattest. Gern geschehen. Ich möchte dir danken. Hier, nimm alles, was ich dort draußen gefunden habe. Es ist nicht viel, aber vielleicht kannst du es verwenden. Erneut danke. Was gibt er mir? 500 Eisen, bisschen Schrott und Ruf. Das ist auch so eine schöne Sache. Ich habe jetzt Ruf bekommen in Devil's Crossing. J drücke, sehe ich meine Fraktion. Ich habe hier 4 Fraktionen im Moment. Die Bestien, die Ktonia, Devil's Crossing und Ätherische. Natürlich denken so, hey, Moment mal, Bestien und Ätherische klingt ja gar nicht gut. Ätherische sind ja meine Feinde und Bestien ist ja offensichtlich auch nichts Gutes. Ktonia, keine Ahnung, wer die sein sollen. Wurden noch nicht erwähnt. Werden wir schon noch rausfinden. Devil's Crossing sind natürlich Leute, die ich mag. Das ist ja hier die Stadt. Es gibt tatsächlich sowas wie Feindesfraktionen und Freundesfraktionen. Ich kann mir nicht, dass hier Ätherische als Fraktion existiert, heißt nicht, dass ich mich denen irgendwie anschließen kann oder sowas. Das heißt nur, je mehr ich gegen die kämpfe, umso schlechter wird mein Ruf bei denen, bis ich tatsächlich gehasst werde und irgendwann Nemesis-Status erreiche. Und je schlechter mein Ruf ist, das wird hier immer markiert mit diesen Checkpoints, umso krassere Gegner und umso mehr Ätherische tauchen auf. Das heißt, wenn ich sehr viel Ätherische farme, lohnt sich das quasi einfach, weil ich immer bessere Ätherische finde, die ich dann halt noch mehr farmen kann, bis ich ab Nemesis-Status dann so einen Ultra-Boss treffen kann, einen Nemesis. Und es hat jede Feindesfraktion hat sowas. Es lohnt sich dann halt auch einfach sehr, die zu farmen, um halt dann eben diese Nemesis-Gegner zu finden. Das war vor langer Zeit, ich glaube vor den DLCs, war das die Hauptmöglichkeit, guten Loot zu farmen. Jetzt ist es ein bisschen überholt.
Das Schöne ist aber auch, ich kriege hier für jede Fraktion auch so ein bisschen Lore gegeben. Davis Crossing zum Beispiel. Und Ätherische und Bestien ist natürlich super interessant erstmal. Schauen wir mal. Davis Crossing funktioniert natürlich genau andersrum. Da kriege ich natürlich positiven Ruf durch Quests und indem ich verschiedene Gegner töte. Steht ja auch immer dabei, welche Gegner. Ätherische, der Ruf sinkt natürlich, wenn ich Ätherische töte. Völlig klar. Wenn hier der Ruf besser ist, was dann passiert ist, dass ich Rabatte kriege bei den Händlern, dass ich teilweise neue Quests kriege und dass ich auf den Fraktionshändler Zugriff habe. Der steht hier. Der hat einen, normale Händler haben so ein bisschen einen graueren Beutel über dem Kopf, der hat so einen goldenen. Der hat jetzt hier quasi den Loot, den die Fraktion mir verkaufen würde. Kann ich jetzt alles noch nicht kaufen, ist alles noch gesperrt. Hier steht, wie viel Ruf ich habe. Ab der Stufe übertoleriert kann ich dann quasi endlich die beiden Sachen hier kaufen und dann und so weiter halt. Geht halt immer höher. In einem normalen Spielverlauf kriegt man nicht den vollsten Ruf. Meiner Erfahrung nach, wenn man ein bisschen farmt, kommt man auf geehrt. Aber wenn man dann den dritten Spielverlauf hinter sich hat, irgendwann ist man natürlich bei allen Fraktionen verehrt. Und das ist auch ein schönes System, wenn ich verehrt bin oder eigentlich auch schon vorher, wenn ich auf geehrt bin, geehrt und verehrt, okay. Wenn ich auf geehrt bin, kann ich hier so ein Ding kaufen, damit wird mein Rufgewinn einfach höher bei der Fraktion. Und wenn ich auf verehrt bin, also bei der Maximalstufe, kann ich eins kaufen, damit kriege ich 150% mehr Ruf. Bringt mir natürlich nichts, wenn ich schon ganz voll bin. Kann ich aber über eine Gemeinschaftstruhe an andere Charaktere weitergeben. Das heißt, wenn ich mit meinem ersten Charakter irgendwie verehrt erreicht habe, kann ich das Ding kaufen, einem anderen Charakter geben und dann kriegt der in seinem ersten Spielverlauf locker den Ruf schon zusammen. Da geht es plötzlich richtig fix. Mache ich jetzt hier aber nicht. Ich gucke jetzt erstmal hier weiter ein bisschen rum. Hier gibt es ja immer noch viel zu entdecken. Hier ist auch so ein Kopfgeldtisch. Ist auch ganz nett. Da kriegt man quasi so Spezialquests, um den Ruf zu erhöhen. Da brauchst du aber immerhin schon den Respektiertruf, um überhaupt diese Spezialquests machen zu dürfen. So, was ist das hier? Direni. Der sagt nur, was willst du? Ich habe nichts Unrechtes getan. Sag ich nur schön. Ist ja überhaupt nicht verdächtig. Hier steht Edwin. Der kocht hier irgendein Fleisch. So, du musst die Übernommene sein, über die alle reden. Ich werde kein Urteil fällen, da ich gehört habe, dass du uns bei dem Chaos der Untoten in Lower Crossing geholfen hast. Ich heiße Edwin und ich koche hier. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Was ich koche, ist vielleicht nicht gut oder genießbar, aber es füllt den Magen und hält uns am Leben. Ohne richtige Ausrüstung und Vorräte kann ich nicht viel tun. Falls du mal eine Schüssel vom Edwin Spezial willst, sag mir einfach Bescheid. Ich, werde ich mir merken. So. So, jetzt blinkt die ganze Zeit mein Level. Ich, kurz weiter Fähigkeitspunkte verteilen. So. So, hier ist Sybil Hart. Die hat eine Quest für mich. Entschuldige, dass ich dich belästige, aber bist du auf dem Weg nach Whitemire? Kannst du dich dort nach meinem Bruder umsehen? Wie heißt er? Sein Name ist Milton. Milton Hart. Er war Soldat in der kaiserlichen Armee. Als wir von Burwich flohen, bot er sich an, unsere Flucht zu decken. Er hatte schon immer eine Vorliebe für Heldentaten. Aber das war vor Wochen und wir haben nichts von ihm gehört. Ich wage gar nicht daran zu denken, dass er sich in einen der Toten verwandelt haben könnte. Er trug immer ein Amulett, das ich ihm vor Jahren gab, das ihn beschützen sollte. Jetzt befürchte ich, dass es ihn am Unleben hält. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass mein Bruder in Frieden ruhen kann. Würdest du das für mich tun? Wir haben uns zuletzt am Southern Hollow in Whitemire gesehen. Und ich habe Angst, dass er immer noch da draußen ist. Ja, ich werde tun, was notwendig ist. Relative 0815 Quest. So, einmal kurz. So. So, hier im oberen Stockwerk liegt eine Lore-Notiz. Darf ich schon wieder haufenweise vorlesen. Schön. Eine grob gekritzelte Notiz. Bei der Notiz ist so ein witziges Ding. Theoretisch kann man von hier unten die auch aufheben. Das hilft immer am Anfang beim Starten ein bisschen, wenn man die quasi durch die Wand einfach aufhebt. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich will es ja regulär halten, aber ja. So, die ist relativ lang. Nun, ich bin kein anständiger Mensch. Und ich kann sicher nicht gut schreiben, aber jeder muss erfahren, was dieser Ort wirklich ist. Dieses Gefängnis, es ist nicht wie ein Gefängnis, in dem ich schon mal gewesen bin. Und ich habe schon mehr gesehen, als mir lieb ist. Männer bleiben hier auch nicht lange. Und die Jungs, die sie festnehmen, sind keine Kriminellen. Das wüsste ich. Wenn ich einen Mann sehe, sehe ich in seinen Augen, dass er etwas Unrechtes getan hat. Diese Jungs, ich sehe Furcht. Ich habe diesen Aufseher ein paar Mal gesehen. Großer Mann in schwarzer Rüstung. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, er wäre auf der falschen Seite der Gitterstäbe. Jeden Tag nehmen er und seine Lakaien dutzendweise Gefangene zu dieser Hütte im Hof. Sie kommen nicht mehr raus. Später fährt ein Wagen an die Hütte. Er fährt immer vollbeladen weg.
Sie lassen uns nichts mehr aus unseren Sie lassen uns nicht mehr aus unseren Zellen raus, aber ich kann sagen, dass nicht mehr viele von uns übrig sind. Die Hallen sind ruhig. Ich bin der letzte Mann in meinen Reihen. Die anderen, die wurden gestern mit der Ladung mitgenommen. Ich bitte nicht um Mitleid. Ich weiß, dass mein Ende in dieser Hütte ist. Aber vielleicht ist diese Notiz meine einzige gute Tat in meinem erbärmlichen Leben. So, Hütte im Hof. Verdächtig. Also auch diese ganze, dass der Wächter oder dieser Wächter oder Wärter, ich muss kurz nachgucken, schon wieder vergessen, der Aufseher, dass der nicht ganz koscher ist. So, hier sind ein paar leere Zellen. Wir haben ja schon einen Typen hier in das Gefängnis zurückgebracht. Ich kann direkt prophezeien, wir werden noch ein paar mehr Leute in das Gefängnis zurückbringen mit der Zeit. Und hier ist Sardina, die war auch im Intro zu sehen, das war die Hexe. So, reden wir mal mit der. Sei gegrüßt, Kind. Es freut mich, dass dich der Makel der Besessenheit verlassen hat. Falls erforderlich, biete ich den Überlebenden spirituelle Führung an. Gerne erweise ich auch dir diese Dienste. Seid ihr diejenige, die mich aufgehalten hat, als ich besessen war? Mein Wissen über Geister hat es mir ermöglicht, eine Falle auszudenken, mit der wir dich und den Ätherischen, der dich kontrolliert hat, in Schach zu halten. Okay, die Übersetzung ist manchmal ein bisschen holprig. Erst als ich die Schläge fest an deinen Hals zog, verließ dich der Geist. Warum habt ihr denn den Wiedererwecker nicht unschädlich gemacht? Also den Typen, den ich gerade getötet habe. Ich befürchte, ich bin ganz und gar nicht für den Kampf geeignet, was meiner Ansicht nach für dich mehr als notwendig war, um die Höhle des Wiedererweckers zu erreichen. Nur mit Hilfe einer Falle, für die der Wiedererwecker zu uns hätte kommen müssen, so wie du es getan hast, konnte ich den Ätherischen in dir bezwingen. Ihr habt spirituelle Führung erwähnt? Beunruhigende Erinnerungen können den Verstand trüben und den Geist quälen. Mit meiner Führung kannst du diese schmerzvollen Gedanken hinter dir lassen und neu beginnen. So, dann sage ich ja vielen Dank, das weiß ich dir zu schätzen. Interessant, gibt Erfahrung. Und jetzt hat ihr dieses Buch über dem Kopf und markiert, wenn ich zu der gehe, sehe ich meinen Talentbaum und kann tatsächlich für ganze 25 Eisen pro Punkt Talente zurücksetzen. Ich kann sogar Devotionspunkte zurücksetzen. Kostet 25 Eisen ebenfalls. Und ich glaube, ein Ätherkristall, ich habe ein paar davon, ist nicht so wichtig. Jedenfalls, ja, hier kann ich quasi neu skillen, falls ich mich verskillt habe, falls ich was ändern will. Was ich, wie gesagt, leider nicht ändern kann, ist, welche Klasse ich habe. Ist vielleicht auch besser so, weil wenn ich meine Klasse auch ändern könnte, würde ich ja nur einen Charakter auf 100 spielen. Dann nie wieder was anderes machen. Also. So, hier ist der Typ mit der Truhe. Das ist der hat ein Lager, da kann ich natürlich einfach Kram verbunkern. Ich kann hier weitere Plätze kaufen, das kostet ein bisschen was, das kann ich mir nicht leisten. Aber ich kann hier quasi 6 Plätze an Lager kaufen und ich habe einen Übergabebereich. Da ist Loot, den alle Charaktere ansehen können, die ich in meinem Spielstand habe. Ich habe natürlich auch extra Charaktere, die dann wirklich nur Waffen und nur Rüstung und sowas in ihrem Bunker haben, weil mit der Zeit sammelt sich halt eine Menge an High-End-Kram zusammen, den man halt nicht einfach wegwerfen will. Haufenweise halt auch Komponente, Ausrüstung. Das heißt, wenn ich irgendwo gezeigt kriege, hey, du hast, stand gerade bei der Frau, wo ich meine Skills ändern kann, stand, ich habe über 380 Ätherkristalle, obwohl ich hier nur 6 habe. Das Lager wird direkt mitbenutzt. Das gleiche gilt für Crafting und so weiter, falls es da mal geht. Ich werde versuchen, das Lager nicht für irgendwas zu verwenden, was für Quests wichtig ist, aber wenn es Crafting geht, dann doof geschissen. So, gucken wir mal nach Quests. Gibt ja jetzt noch 2 Quests, die ich hier gerade gekriegt habe, nämlich mit Kasparov und mit Barnabas reden. Kasparov ist der Typ hier, der komische Wissenschaftler. Wissenschaftler ist vielleicht das falsche Wort, aber willkommen in meiner Werkstatt. Ich habe gesehen, dass du die Toten in Laura Crossing bekämpft hast und ich muss sagen, du warst absolut brillant. Dich von diesem Strick abzuschneiden war offenbar die beste Entscheidung, die der Captain damals getroffen hat. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Kasparov, Wissenschaftler und Erfinder. Was führt dich in meinen bescheidenen Laden? Der Captain sagte, ich wollte mit dir sprechen. Okay, Wissenschaftler und Erfinder, na gut. Riftgates, ja. Es ist kein Zufall, dass er direkt neben dem Riftgate von dem Dorf steht. Die Ätherischen nutzen sie, um herumzureisen. Ich habe gerade an einer Methode gearbeitet, sie zu schließen. Aber dann bist du durch unseres gestolpert. Wir haben nie zuvor einen Menschen, einen Besessenen oder sonst jemand gesehen, der je ein Riftgate passiert hat. Zumindest keinen Lebenden. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass wir diese Portale ebenfalls benutzen können. Etwas an dir ist mit den Riftgates abgestimmt und ich habe vor, dies nachzubauen. Wartet, ich... Was? Ich
meine, klar, wie gesagt, das ist ja schon komisch, dass ich überhaupt Riftgates eröffnen kann. Du erinnerst dich an nichts, oder? Ich habe mir ein paar Freiheiten erlaubt, während du bewusstlos warst. Es waren nur ein paar Tests, eine Blutprobe oder zwei. Nichts Größeres. Also sehr legitimer Wissenschaftler. Jede Ethikkommission würde ihn lieben. Die Ergebnisse waren seltsam. Anscheinend wimmelt es in deinem Körper von kleinen Restmengen ätherischer Energie. Sei unbesorgt. Dir werden keine neuen Gliedmaßen wachsen. Wahrscheinlich. Aber ich komme vom Thema ab. Ich denke, mit einem genau eingestellten Impuls von Ätherenergie können wir dieses Phänomen auf kontrollierte Weise replizieren und diesen Zustand auch ohne lästige Besessenheit erreichen. Momentan arbeite ich an genau dem Gerät, um es zu tun, aber es benötigt Energie. Und dafür brauche ich die Ätherkristallfragmente. Ätherkristallfragmente kriege ich ja von den Ätherkristallen, die ich einfach zerstören kann. Ich habe ja ein paar. Dann sage ich Ätherkristalle, wie diese hier. Also ich muss nicht mal extra die Quest annehmen und abgeben. Ich kann direkt sagen, ja klar, ab geht's, hier hast du. Ausgezeichnet. Diese Fragmente werden das Ganze perfekt machen. Ich werde sie nur hier in meine Maschine einsetzen und... Oh Gott, das war wahrscheinlich die Explosion, die wir gerade gesehen haben. Da stimmt was nicht, ganz und gar nicht. Dieser Impuls, das sollte nicht passieren. Oh je, 1, 2, 3. Ja, meine Finger sind noch da. Hat's dich auch erwischt? Wie fühlst du dich? Dann kann ich sagen, ich fühle mich stärker. Und meine Belohnung ist ein bisschen Erfahrung und ein Fähigkeitspunkt, den ich dadurch gekriegt habe. Ah, sehr gut. Ich bin sicher, ein bisschen mehr Äther in deinem Körper wird dir nicht schaden. Okay, vielleicht war es auch viel mehr, aber du siehst gut aus. Besser als je zuvor. Wirklich jammerschade um diesen Prototyp. Es sah so vielversprechender aus. Wenn ich vielleicht noch mehr Fragmente hätte und ich sage, ich denke, wir sind hier fertig. Oh. Das habe ich aus Versehen schon weitergekriegt. Ah, wir waren so mit der Arbeit mit diesem Riftgate beschäftigt, dass ich meinen Lehrling Dalit völlig vergessen habe. Ich habe sie in die Burwich Estates geschickt, um Teile für unsere Forschung zu holen. Und sie ist schon viel zu lange weg. Anscheinend reicht ihre Unfähigkeit auch über ihren Arbeitsplatz hinaus. Und ich sage, ihr habt euren Lehrling verloren? Ich muss sagen, ich fühle mich schon ein wenig verantwortlich für sie, jetzt, da sie mein Lehrling ist. Könntest du bitte da draußen dieses hoffnungslose Mädchen finden? Und ich sage, ich werde die Augen offen halten. Ist natürlich auch ganz sympathisch, der hat seinen Lehrling verloren und sagt, ja, ich habe die in die Burwich Estates geschickt. Ist natürlich jetzt ein kleiner Spoiler, aber die Burwich Estates sind hier oben. Also noch ein ganzes Stück weit entfernt. Wir sind bisher erst bis hier gekommen. Weiß ich nicht, ob das so eine schlaue Idee war. Na gut. So, weiter geht's. Wir wollten ja noch zum Barnabas. Der hat das Problem, dass die Wasserpumpe irgendwie kaputt ist. Hier ist auch gerade nichts los. Der Captain hat dich geschickt. Du musst gute Arbeit mit den Toten geleistet haben, wenn er dich extra zu mir, den alten Barnabas, schickt. Kommen wir zum Wesentlichen, ja? Unsere Wasserpumpen sind wieder einmal kaputt gegangen und uns geht das Trinkwasser aus. Uns fehlen die notwendigen Teile, um sie zu reparieren. Könnte ja ein paar unserer Waffen einschmelzen, aber das würde mir nicht einmal im Traum einfallen. Ich brauche Schrott von Lower Crossing. So, ich kann fragen, wo kann ich Schrott finden? Gibt's immer mal wieder einfach als Loot und so. Man findet immer wieder so Schrotthaufen in der Welt. Und ich kann auch fragen, warum lässt er nicht einfach einen Eimer in den Fluss? Und er sagt, hast du die Leichen gesehen, die da draußen treiben? Das Grundwasser hier ist mit Krankheit und Verderbnis verseucht. Der Brunnen ist unsere einzige Hoffnung. Nun geh und besorge etwas Schrott. Ich sage, ja, wo finde ich den? Und er sagt, ja, suche verfallene Häuser und so ein Kram ab. Ich habe aber schon Schrott, deswegen kann ich sagen, ist das hier genug Schrott? Und er sagt, ja, beeindruckt. Wegen der Toten, die über Lower Crossing herfallen, hatten wir bisher nur wenig Glück, etwas Verwertbares auszutreiben. Du scheinst sie aber ganz gut im Griff zu haben. Ich werde die Wasserpumpe 0, nichts wieder zum Laufen bringen. Davis Crossing wird wieder reines Wasser zu trinken haben. Das ist alles dein Verdienst. Das erste Glas geht auf mich. Freut mich, dass ich helfen konnte. Und jetzt achte mal kurz auf den Effekt hier an der Wasserpumpe. Wow, sie ist repariert. Und es ist auch eine schöne Sache. Man kann einfach immer mit der Zeit jede Hauptstelle, wie halt dieses Dorf hier später, kommt man eben noch zu anderen Hauptstädten, in Anführungszeichen. Kann man die mit der Zeit ein bisschen verschönern und aufbauen und sowas. Nun, die gute Nachricht ist, dass ich die Wasserpumpe wieder zum Laufen gebracht habe. Das einzige Problem ist, dass es nach Abwasser stinkt. Besser gesagt, 10-mal schlimmer. Also etwas Verfaultes habe ich nicht mehr gerochen seit... Seit was? Seit ich vor Jahren die Slith-Höhle gesäubert habe. Das sind abscheuliche Reptilien, haben sich in den Sümpfen und dunklen Höhlen eingenistet. Sie sondern eine ekelhafte Flüssigkeit ins Wasser ab, wodurch es für sie trinkbar wird, aber nahezu tödlich für uns. Ich verwette gutes Eisen darauf, dass dort ein Nest in der Höhle ist, aus der das Wasser gepumpt wird. Ich bin zu alt für Höhlenforschung, also musst du runtergehen und das Ding töten. Wie komme ich zu der Höhle?
Dieser Schlüssel öffnet den Keller im Schuppen hinter mir, rechts von dem verfluchten Riftgate. Der Weg führt in die Tiefen des Gefängnisses und sollte dich zur Höhle bringen. Finde die Slith-Matriarchin, die wahrscheinlich unsere Wasserversorgung verschmutzt, und das Gift sollte sich in Luft auflösen. Wenn du das tust, werden alle aus der West Crossing deinen Namen ehren. Mit jedem Glas, das sie trinken. Und ich sage, ich werde mich um die Slith kümmern. Und es ist ganz spannend. Der Keller ist hier in dieser Hütte, die kein Dach mehr hat. Und in der Notiz stand ja, dass die ganzen Gefangenen immer in diese Hütte draußen gebracht werden. Und das ist die. Und das Gefängnis, hat er gesagt, dieser Keller hier geht quasi in die Tiefen des Gefängnisses. Das heißt, das Gefängnis ist mehr als nur das Hauptgebäude mit der Treppe nach oben, wo wir gerade drin waren, sondern eben auch noch dieser schöne Keller hier. Und der ist ein bisschen größer. So, schenkt mir mal eben neues Wasser ein. Guck mal auf die Uhr, wir haben 25 Minuten ungefähr. Ich habe mir auch vorgenommen, nicht rigoros die 2 Stunden einzuhalten, sondern je nachdem, wie es sich gerade anbietet, länger oder kürzer zu machen. Ich werde diese Quest hier auf jeden Fall heute noch abschließen. Und ich denke, das ist von der Zeit her ganz gut. So, schauen wir mal. Okay. Hier ist buchstäblich ein mini kleiner Keller. Und da ist die Wand eingebrochen und es geht direkt in ein Höhlensystem. Überhaupt nicht verdächtig. Richtung Norden, in Richtung tatsächlich auch von Lower Crossing. Und hier sind irgendwelche ekelhaften Viecher, hier Ratten und so. Und hier ist das unterirdische Gefängnis. Man sieht, hier sind auch Gefängniszellen. Und in den Gefängniszellen rennen natürlich auch Zombies rum. Also ist ganz verdächtig, irgendwas wurde hier gemacht mit den Gefangenen. Ob die Gefangenen absichtlich hier zu Zombies gemacht wurden oder ob die Zombies halt jetzt zufällig da sind, weil hier so viele Gefangene waren, wissen wir nicht. Wir wissen nur, hier sind ganz viele davon. So. Und hier ist so ein verderbter Hund mal wieder, so ein ätherischer und so ein Augending. Bei den Augendingern weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, was es sein soll. Einfach ein Klumpen an Fleisch mit einem Auge. Ich kenne kein Wesen, was das vorher gewesen hätte sein können, was die irgendwie besetzt hätten. So, es lohnt sich im Spiel auch immer so ein bisschen mobil zu bleiben, wenn man irgendwelchen Schüssen und sowas ausweichen kann. Ich muss zugeben, das ist für mich immer so ein Teil von, wenn der Charakter stärker wird, dann höre ich irgendwann damit auf, weil das irgendwann einfach aushält, aber kommt sich auf die Klasse an. So. Hier sieht man schon da unten hier noch Spinnen rum, das ist allerdings hier so ein Stockwerk tiefer. Und hier haben wir das erste Mal eine zerstörbare Wand, einen kleinen Schatz dahinter. Auch schön, gibt es hier auch sehr viele in dem Spiel. Auch immer mal gucken, dass man feststellt, ob irgendwelche Wände kaputt gemacht werden können. Also erforschen lohnt sich, wie gesagt, immer sehr. Ist ja hier auch dann eben nicht auf der Karte verzeichnet. Das heißt, man findet das wirklich nur, wenn man auch guckt. Mann, ich liebe das. So, haben wir was Gutes gefunden? Nee, eigentlich nicht. So, jetzt gehe ich hier gerade wieder hoch. Ich bewege mich quasi hier einmal. Hier bin ich angekommen. Ich bewege mich erstmal hier eine Runde rum, bevor ich nach da unten weitergehe, weil ich will ja auch jeden Gegner töten und sowas. Das ist ja gute Erfahrung. Interessante Infos. So. Okay, dann sind wir wieder beim Anfang. Also renne ich wieder runter. Hat sich echt gelohnt. Das ist auch ein schöner Effekt hier auf der Erde. So, jetzt gehen wir mal in die Richtung weiter. Wir haben ja gerade schon sehen können, dass da irgendwelche Spinnen rumhängen. Also hier sind irgendwelche Viecher unterwegs. Hier lebt's. Die Zombies kämpfen auch gegen die Spinnen, ist auch ganz nett. Wichtig bei dem Spiel ist generell, der letzte Schlag zählt. Das heißt, wer auch immer den letzten Schlag hat, der zählt als der, der es getötet hat. Das ist natürlich relativ simpel gehalten, weil es ist ja ein Singleplayer-Spiel. Also man kann es im Koop spielen, aber das ist natürlich was anderes dann. Das heißt, die einzige Konkurrenz, die man bei den ganzen Kills hat, sind theoretisch andere NPCs, die mal so gegeneinander kämpfen. Wenn man die einfach gegeneinander kämpfen lässt, kriegt man halt keine Erfahrung dafür. Außer man macht den letzten Schlag.
angesprungener Mensch. Das hört nicht auf. Da kommen immer mehr Spinnen angerannt. Mehr. Ich hoffe, hier hat keine Arachnophobie, aber so ist es halt. In solchen Spielen muss man immer mit Spinnen rechnen. Und keine Sorge, wir werden auch noch einige andere Phobien abdecken müssen in diesem Spiel. So. War wieder was Gutes dabei? Nee, natürlich nicht. Ah, ich habe einen Gürtel gefunden. Kann ich auch gleich mal verbessern. Und jetzt geht's hier noch tiefer runter. So, man sieht auf der linken Seite, hier sind schon so komische Viecher. Da komme ich aber auch noch nicht ran. Ich muss mich um die Spinnen kümmern. Ich glaube, der Barnabas hat es ja gesagt, dass die Slith so Reptilienviecher sind. Das sind natürlich die, die wir da gerade sehen konnten. Oh, ich bin ja am Level aufgestiegen. Das hat es verpasst. Oh, und ich habe ja noch einen Fähigkeitspunkt vom Barnabas, vom Kasparov gekriegt. Den habe ich auch noch nicht verteilt. So, machen wir mal. Schon 12 von 16, das ist schon ganz gut. Wie gesagt, natürlich beim ersten Mal spielen tendiert man natürlich viel mehr dazu, eher Talent zu verteilen und so, mehr verschiedene breit gefächert Fähigkeiten zu holen. Empfehle ich wirklich erstmal nicht. Klar, man will erstmal kennenlernen, was sind die Fähigkeiten, aber da umskillen so billig ist, würde ich echt erstmal eine Fähigkeit hochskillen, die in AE ist, ausprobieren. Wenn es nicht gefällt, einfach in eine andere Fähigkeit rüberskillen. Es lohnt sich nicht, die Aktionsleiste vollzupacken mit verschiedenen Fähigkeiten. Klar, es gibt Klassen, die haben das dann am Ende, dass man unglaublich viele Fähigkeiten hat. Ich bin persönlich eher ein Fan davon, die Klassen so zu bauen, dass ich eigentlich nur einen Knopf drücken muss. Ein paar mehr schon, aber je weniger, umso besser. Also es gibt genug Klassen, da kommt man eigentlich mit 2, 3 Knöpfen klar. Und dann gibt es halt auch Klassen, da muss man wirklich Klavier spielen können. Ich finde zum Beispiel Schamane, Inquisitor ist so eine Mischung, da kann man sehr viele Fähigkeiten raushauen. Aber Krieger und Schamane wiederum ist eine Mischung, da brauchst du eigentlich nur eine. Es ist, wie man es macht. Ich finde am Anfang auch Nekromanten sehr empfehlenswert, um einfach ganz viele Skelette zu beschwören. So, jetzt kommen wir mal hier. Hier sind die Krieger des tiefen Moors. Das sind diese Slith. Das sind so Schlangenmenschen einfach. Hübsch. Und davon sind hier auch ein paar. Puh, und da sind welche, die mit zaubern können. Gar nicht gut. Schamanen haben die nämlich auch. Und man sieht ja auch, die bauen so kleine Totems. Also die scheinen eine gewisse Form von Intelligenz auch zu haben. Das finde ich auch immer sehr spannend, so zu sehen in dem Spiel, welche Gegnerart kann eigentlich was? Bauen die was oder nicht und sowas? So ein Totem baut sich ja nicht von alleine. Gibt genug Tiere, die sowas dann natürlich nicht können. Und man erkennt halt oft auch an den Bauten direkt, was für Gegner sind hier eigentlich. Und auch sind die hier schon lange zum Beispiel. Oh, ein großer Schlägel. Ist das eine Zweihandwaffe? Ah, es ist schlechter als unsere. Schade. So, Feuer beherrschen ja auch, ist auch ganz nett. So, diese Slith, die haben auch tatsächlich relativ viel Lore hinter sich. Da gibt es dann auch noch ganz viele Quests, wo man rausfindet, was es mit denen auf sich hat. Die sind nämlich auch nicht einfach irgendwie ätherische oder sonst was. Das ist ja auch eine eigene Art von Lebewesen hier. Die natürlich, wenn man in einem Sumpf lebt, wo irgendwelche Schlangenmenschen hier das Wasser vergiften müssen, um selbst zu überleben, hat natürlich großes Konfliktpotenzial. Ist auch sehr schön, dass die Viecher nicht einfach mal so aus Boshaftigkeit das Wasser vergiften, sondern anscheinend, weil sie es sonst halt nicht vertragen.
So, hier sehen wir auch auf der Karte markiert. Hier ist Viloth, die Verderberin. Das ist die Matriarchin, die ich töten soll. Oh. Auch generell eine gute Idee, immer wenn man weiß, es kommt ein Boss, einfach mal kurz ein Riftgate eröffnen, weil wenn ich sterben sollte, kann ich wieder genau hier hinkommen. Sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Gegner sind dann nicht wieder da, das ist das Schöne, wenn man stirbt, werden Gegner nicht einfach wiederbelebt oder so. Das ist halt dann doch kein Souls-Spiel. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen ätzend bei so einer Art von Spiel. So, jetzt kann ich mir schon die nächste Fähigkeit holen. Ich packe hier einen Punkt in Blitz mal rein, das ist einfach so ein Ansturm. Und dann jetzt wieder in Kraftwelle. Wie gesagt, die Hauptpriorität ist erstmal Kraftwelle komplett hochzupumpen und dann kann ich in andere Sachen reinvestieren. Dann kommt auch dann irgendwann die nächste Buff für Kraftwelle, die ich auch wieder hochpumpen will und so. Das ist meine Hauptfähigkeit, die soll so stark wie es irgendwie geht sein. Aber jetzt kann ich hier Blitz einsetzen und das kann ich so Gegner anstürmen, aber dafür muss ich natürlich einen Gegner haben. So, erstmal der Gegner, die nicht die Materialchen sind. Ausnocken. Oh, man sieht auch direkt, die hat es direkt in sich. Die hat viel so AOEs und so ein Spaß. Da lohnt sich natürlich sehr aufzupassen, dass man nicht irgendwie. Man sieht, die hält eine Menge aus. Ist auch nicht wirklich tragisch. Ich hau jetzt aber mal eiskalt drauf. Guck mal, wie lange das gut geht. Ich halte ja doch ein bisschen was aus. Das erste Mal meinen Mana-Verbrauch. Man sieht auch, ich kann jetzt den Ansturm natürlich auch einfach im Kampf direkt schon verwenden. Der ist auch nicht schlecht, immer mal zwischendurch den zu machen. Ich kann kurz mal pausieren. Kann ich den Tooltip lesen? Nein. Also man kann im Spiel zum Glück auch wirklich jederzeit einfach pausieren, einfach Leertaste drücken oder wenn ich das Fenster wechsle oder so. Es wird einfach pausiert. Kein Drang, die ganze Zeit aktiv zu bleiben. Ich sterbe da nicht oder so. Und das war's. Das erste Mal mein Mana auch leer gekriegt. Nicht schlecht. Oh, ein paar neue Sachen. Gucken wir mal kurz. Nicht schlecht. Eine neue Waffe. So, da kann ich gerade mal was draufpacken. Hier, was haben wir? Feuer, Eis. Also die Komponenten haben auch teilweise Elemente. Also ich habe jetzt hier echt so drei Komponenten, um Eis und Feuer und Blitzschaden drauf zu machen. Oder eben Durchschlagsschaden, was eine Form von physischem Schaden ist. Das ist schon Piercing Damage. Aber. Und das verursacht auch Blutung. Also es gibt irgendwie 10 verschiedene Arten von Schaden oder 9 verschiedene Arten von Schaden. Ne, 10 tatsächlich. Und bei fast jeder davon kommt auch noch eine Dot-Komponente dazu. Das heißt, guck jetzt aber mir hier bei Angriff. Es gibt physischer Schaden und dann gibt es Durchschlagsschaden und Blutung und Wundschaden. Es ist immer so, es gibt Feuerschaden, aber für Feuer gibt es halt dann auch Brandschaden, der dann halt ein Dot ist. Und dann gibt es Blitzschaden und dann gibt es eben auch Stromschlagschaden und so. Es gibt unglaublich viele Arten von Schaden und man kann auf fast jeder Art davon irgendwie sinnvoll gehen. Viele Klassen haben, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten, Schaden zu verursachen. Es gibt keine rein physische, es gibt keine Klasse, die nur Feuerschaden macht. Also ich erinnere zum Beispiel an den, vergessen wie er heißt, Zerstörungsexperte, Demolitionist, der diesen Feuerbombenkram macht. Der hat halt dann auch ein paar Fähigkeiten, mit denen er Blitzschaden macht zum Beispiel. Oh, Inventar ist voll. Die Frage, sortiere ich jetzt einfach nur viel um oder komme ich später wieder? Kann ich beides machen. Ring, den kriegt der nicht. Ah. Und ich habe hier einen zerstörten Schrein, den kann ich dich auch gleich mal aktivieren. Opfer wieder. Oh, einen blauen Gegenstand gefunden. So, komplett volles Inventar. Zwei Fernkampfwaffe, die bringt mir natürlich nichts. Ich gucke erstmal kurz in unsere Devotion. Genau, hier Devotion, Devotion, wie auch immer. Ich kann ja jetzt hier in diese ganzen Sternbilder reinvestieren. Habe ja gesagt, ich möchte die Vampirfledermaus. Für die vampirhafte Fledermaus ist es ein leichtes, ihren Weg am Nachthimmel zu finden und flackernde, verlorene Sterne zu jagen, um ihnen das Licht auszusaugen. Echte Fledermäuse machen es natürlich nicht, aber es ist ja das Sternbild der Fledermaus. Das gibt schon irgendwie Sinn. Und hier habe ich jetzt
quasi das ist der erste Stern, den ich aktivieren kann. Und dann kriege ich diese Werte. Und die anderen sind quasi gesperrt, weil ich muss halt erst den und dann den. Ich muss immer der Reihe nach machen. Hier am Ende dieser rote ist eine extra Fähigkeit. Und das wird eine Fähigkeit, mit der dann so zwei Vampirzähne auf den Gegnern geschossen werden. Und da habe ich 20% Chance beim Angriff, dass das passiert. Und dann werden von diesem Angriff tatsächlich 20% des Schadens in Leben für mich umgewandelt. Also es ist eine sehr sinnvolle Fähigkeit als Nahkämpfer. Das heißt, ich investiere jetzt hier in den Stern. Jetzt sieht man, das wird alles nochmal erhellt, damit ich sofort sehe, wo ich was freigeschaltet habe. Und kann jetzt hier die restlichen dann mit der Zeit freischalten. So, bevor ich hier jetzt irgendwas noch groß mache, gehe ich erstmal kurz nach Devil's Crossing zurück, verkaufe meinen Quatsch, sammle die Items ein. Gerade am Anfang lohnt es sich natürlich sehr darauf zu achten, dass man genug Geld hat. Ich gebe die Quest aber jetzt erstmal noch gar nicht ab. Ich gehe gleich wieder zurück und mache die Höhle fertig. Wenn ich aus Versehen was verkauft habe, was ich noch brauche, kann ich auch hier einfach bei zurückkaufen. Guck, ich sehe mich gerade, hier ist ein anderer Gürtel gewesen. Ist aber nicht besser als meiner, okay. So, wieder rein da. Der Charakter sieht jetzt natürlich komplett, finde ich auch sehr witzig am Anfang, wie in jedem Spiel aus wie Rotz, aber hier sieht es halt wirklich aus, ich renne hier mit Schrott rum, ich habe jetzt einen Zahnradknüppel und so, das ist halt einfach sehr der Style. Das dauert eine Weile, bis die Waffen irgendwie eher nach was aussehen. Finde ich aber auch ganz witzig so. Bei dem Ansturm ist natürlich auch wichtig, der ist nicht nur, dass man schneller ist, der trifft auch mehrere Ziele und der macht auch extra nochmal Schaden. Und es kann tatsächlich, also der Gegner wird auch niedergeschlagen, das heißt, der Gegner kann auch mal gelähmt werden und sowas. Natürlich auch nicht schlecht. Oh, das war's schon. Und für diese eine Gruppe Gegner bin ich extra nach Devil's Crossing gegangen. Naja, okay. So, dann wieder zurück. So, zurück zu Barnabas. So, der fragt direkt, habe ich es geschafft? Und ich sage, ich habe mich drum gekümmert. Gut gemacht. Wenn ich erst einmal das verbliebene vergiftete Wasser ausgepumpt habe, sollte die Quelle sauber genug sein, um aus ihr trinken zu können. Ja, stimmt, man sieht es auch hier, das Wasser ist ziemlich grün. Ich werde dafür sorgen, dass die Menschen hier erfahren, was für eine große Hilfe du gewesen bist. Sie werden dankbar dafür sein, trinken zu können, ohne dass sich ihre Eingeweide auflösen. Eine Sache noch. Nimm meinen Rucksack. Nützlich, um Schrott zu verstauen oder was immer du sonst noch findest. Ich bin zu alt für den Kram. Dankeschön. Und ich krieg Ruf und eine Inventartasche. Und man sieht auch jetzt das Wasser hier direkt anders. Schön. Und jetzt habe ich hier eine Inventartasche freigeschaltet gekriegt. Mit der Zeit kriegt man da noch ein paar mehr. Das heißt, das Inventar wird immer größer. Und ich selbst habe immer sehr so den Hang, eine Inventartasche quasi zu der zu deklarieren, wo ich meine ganzen Komponenten und den ganzen Quatsch reinwerf. Quest-Items und so. Am Ende ist es meistens dann eine Tasche für Komponenten und eine Tasche für Tränke und Quest-Items, aber so ist es halt. Ja, und dann habe ich hier die Haupttasche, wo ich halt meinen ganzen Loot, den ich direkt verkaufen kann, reinhau. Ist auch nicht schlecht. Ah, die kann ich mal anziehen. Hier bessere Panzerhandschuhe. Viel bessere Schuhe. Sieht auch schön aus. So, wo ich gerade kurz davon geredet habe, dass der Loot ja mit der Zeit auch anders aussieht und wir am Anfang ja noch sehr diesen Gammel-Look haben. Es gibt ja auch einen Illusionisten, Paulia. Da kann ich hingehen und kann tatsächlich meinen Look ändern und kann andere Ausrüstungen auswählen. Diese Ausrüstung, die ich hier auswählen kann, ist tatsächlich auch accountweit. Also jedes Item, was ich finde, was einen einzigartigen Look hat, der hier noch nicht hier drin ist, wird hier automatisch reingepackt. Wie gesagt, ist accountweit. Das heißt, mit jedem Charakter, den ich hochlevel, wird das natürlich ein bisschen voller hier. Deswegen ist hier jetzt schon unglaublich viel Auswahl. Ich belasse es einfach mal dabei, das Original zu lassen. Meistens lege ich das, weil es ist dann auch so, wenn ich jetzt hier eine Illusion auf diesen Helm festlege, ist halt auf diesen Helm festgelegt, weil ich den ändere, habe ich wieder einen anderen Helm an. Meistens bemühe ich mich erst, das zu machen, wenn ich wirklich im Endgame bin und ein paar Rüstungssachen anhabe, von denen ich weiß, die lege ich eh nie wieder ab. Kostet auch immer ein bisschen was, das zu ändern. Mache ich wirklich, wenn auch nur, wenn ich eine Waffe so hässlich finde oder einen Helm, dass ich unbedingt loswerden will. Aber ich finde, es hat auch Teil von dem Style. Aber man sieht auch schon so ein bisschen, dass das alles dann noch so ein bisschen edler teilweise wird. Ein bisschen verrückter dann auch mal. Gibt wirklich noch sehr viele verschiedene Arten von Rüstungen, sehr viel mit Effekten. Gerade Schuhe werden dann später noch so richtig viel so irgendwelche coolen Bodeneffekte und so ein Quatsch haben. Aber das belassen wir mal dabei. Das gucken wir uns gar nicht viel weiter an. So,
Jetzt können wir mit dem Bourbon wieder reden, weil jetzt habe ich ja von Barnabas und Kasparov die Aufgaben erledigt. So. Gut, du bist zurück. Ich habe nur Gutes von Kasparov und Barnabas gehört. Du bist eine wahre Bereicherung für unsere Gemeinschaft. Oh, danke. So, schon wieder Ruf gekriegt. Einer meiner Kundschafter ist mit Neuigkeiten zurückgekehrt, die unseren nächsten Schritt klar machen. Die Untoten sammeln sich zu Scharen im Norden des Dorfes Burwich und überqueren die Sümpfe von Whitemire. Dafür muss es einen Grund geben. Vielleicht steckt dort der Ätherische hinter diesen Angriffen. Aber ohne tiefgründigere Untersuchungen können wir das nicht mit Sicherheit sagen. So, wie kann ich helfen? Du hast dich bisher bereits als einfallsreich bewiesen. Deine Fähigkeiten, die Riftgates für Menschen nutzbar zu machen, könnte ein Wendepunkt für unsere aktuelle Situation sein. Bei all der Aktivität rund um Burwich muss es dort ein Riftgate geben. Wenn du es einnehmen kannst, könnte uns das eine feste Stellung in der Region ermöglichen. So, aber wie komme ich denn nach Burwich? Folge der Straße nach Norden durch Whitemire. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge denke ich, dass du die Straße verlassen musst, bevor du das Dorf erreichst. Geh immer weiter nach Norden und vielleicht erreichst du dann die Außenbezirke von Burwich. Sie sind von einer Palisade umgeben, also musst du deinen Weg hineinfinden. Komm zurück nach Davis Crossing, wenn du das Riftgate gesichert hast. Ich bin bereit. Okay, das ist jetzt quasi meine nächste große Hauptquest. Ich habe hier, wie gesagt, schon auch ein paar Nebenquests, die so auf dem Weg erledigt werden. Als kurze Orientierung, Burwich ist hier oben. Das heißt, wir haben auf dem Weg 1, 2, ja, 3, 4 weitere Riftgates. Das hier ist ein bisschen optional, aber das werden wir trotzdem auch angucken. Das heißt, ich muss hier durch den kompletten Whitemire, hier steht das Sodden Hollow, haben wir auch schon mal gehört. Und hier sind dann erst die Außenbezirke. Es wird eine lange Reise nach Burwich zu kommen. Das schaffe ich nicht in den 3 Minuten, die ich in der geplanten Zeit noch habe. Ich würde wahrscheinlich nicht mal bis nach Whitemire kommen, weil ich eben sehr gründlich die ganze Karte immer untersuche. Deswegen sage ich mal, für heute ist hier Schluss. Gibt wie immer noch weiter unglaublich viele Sachen zu reden und zu erklären. Aber ich belasse es jetzt erstmal dabei. Insofern sehen wir uns nächste Woche um die gleiche Uhrzeit für wieder schön 2 Stunden Grim Dawn. Ich freue mich, bin froh, dass ich jetzt wieder angefangen habe zu streamen. Und das wird wieder was. Sehr gut. Dann eine schöne Woche, bleibt gesund und so weiter.